Dabei eine regressive Analyse dar. Die Abbauanalyse ihrerseits ist ein Vorgang der systemischen Funktion des Normalspiels der Einschiedigkeit. Diese methodischen Verfahren können unter dem Titel Rekonstruktion zusammengefasst werden, weil sie eine Art Demontage des unmittelbaren Gegebenen und den Wiederaufbau des Phänomens zusammen mit der ursprünglichen konstitutiven Evidenz erfordern. Ich verbinde die rekonstruktive Methode mit unserer Skizze der phänomenologischen Archäologie des Bewusstseins, weil sie auf den Ursprung oder, wie man in diesem Kontext sagen kann, auf die Arche gerichtet sein muss. Man spricht in diesem Kontext von einer Zickzack-Methode als einem Verstehen der fertigen Assoziationen durch ihre Genesis. Diese rekonstruktive Methodik scheint für Husserl eine Alternative zur ontologischen Auslegung der Erfahrungswelt zu sein. In einem Manuskript aus dem Jahr 1930 sagt Husserl zum Beispiel, dass er, ich zitiere, anstelle der Methode einer Ontologie der Erfahrungswelt einen methodischen Abbau der urphänomenalen Gegenwart zugleich als Methode des Abbaus der vorgegebenen Welt als solche und der Rückfrage auf die subjektive Erscheinungsweise vollzieht. Zweiter Moment, die Auslegung. Der Husserl-Forscher Jitendranath Mohanty hat die Beschreibung und die Auslegung als Möglichkeiten für die Phänomenologie betont. Dies ist zwar richtig, aber erklärungsbedürftig, weil es selbst im Rahmen der Beschreibung alternative Wege gibt. Wir sind den Problemen der genetisch-phänomenologischen Beschreibung, die eine methodologische Verschiebung von der direkten Beschreibung zur Rekonstruktion erfordert, schon begegnet. Und zwar im Falle der phänomenologischen Archäologie des Bewusstseins. Eine andere Möglichkeit für die Phänomenologie wäre die Auslegung der Vorgegebenheitsstrukturen der Wirklichkeit. Das war im Grunde der Fall bei Husserls transzendentaler Ästhetik und bei seiner eidetischen Ontologie der Lebenswelt. Ich kann also im Kontext meiner Überlegungen zur genetischen Phänomenologie im ersten und zweiten Kapitel dieses Buches diese von Mohanty vorgeschlagene Alternative als methodologische Alternative zwischen der Rekonstruktion und der Auslegung umformulieren. Das methodologische Begriffspaar von Analyse und Interpretation scheint auf die Phänomenologie anwendbar zu sein. Zum Beispiel in den Fällen der Abbauanalyse und der intentionalen Analyse. Im Falle der intentionalen Auslegung der Vorgegebenheit geht es eher um eine interpretative Strategie der Betrachtung. Husserl betont, dass die Welterfahrung, ich zitiere, eine Auslegung, und zwar eine originale, eine phänomenologische Auslegung bedarf. Die ontologische Auslegung der vorgegebenen Welt stellt eine wichtige Modifizierung der phänomenologischen Methode dar. Wie kann man die Voraussetzungslosigkeit der phänomenologischen Beschreibung beibehalten und zugleich die spezifischen Phänomene der weltlichen Vorgegebenheit beschreiben? Ich habe mittels des Begriffes der transzendentalen Ästhetik, der methodischen Abgrenzung eines Querschnitts der transzendentalen Genesis, die als ein mondanes A priori gilt, versucht, eine Antwort auf diese Frage zu liefern. Die eidetisch-ontologische Auslegung der weltlichen Vorgegebenheit erfordert eine begrenzte Reduktion auf das weltliche A priori. Drittes Moment, die Modalisierung. Man kann festhalten, dass man bei der Betrachtung der transzendentalen Faktizität, die der Erfahrungsverlauf in sich birgt, eine spezifische Methode braucht, weil die transzendentale Urtatsachen des Bewusstseins nicht auf die gewöhnlichen Begriffe Faktum und oder Eidos reduzierbar sind. Hier können uns die Überlegungen bezüglich der Modalisierbarkeit aller einzelnen Erfahrungen helfen. Meine Hypothese lautet, dass man den Vorgang der Modalisierung durch Widerstreit als eine mögliche Methode zur Gewinnung der transzendentalen Faktor des Bewusstseins deuten kann. Mit Husserl bestimme ich die Modalisierung als eine Wandlung des Geltungsmodus der Seinsgewissheit, welche die Negation, den Zweifel und die offene Möglichkeit umfasst. Ich unterscheide zwischen der Methode der eidetischen Variation, die gegenüber der Frage nach der faktischen Existenz relativ indifferent ist, und der Methode der Modalisierung, die aber gerade den faktischen Existenzcharakter betrifft. Die Methode der Modalisierung zeigt,
dass es Phänomene gibt, die prinzipiell unmodellisierbar sind und bei denen das Faktum und das Eidos untrennbar sind, zum Beispiel das Ich, die Welt. Die Modellisierung durch Widerstreit konfrontiert den einstimmigen Erfahrungsverlauf mit der Möglichkeit der Auflösung ihrer Kohärenz. Diese Methode der phänomenologischen Metaphysik hat den Charakter eines indirekten Beweises, die die Unmodellisierbarkeit der transzendentalen Tatsachen demonstriert. Die durch diese Methode gewonnene phänomenologische Metaphysik der Urfaktizität darf aber nicht spekulativ sein, weil sie nämlich auf die Evidenz der Erfahrung hinweist, wenn auch nicht direkt, wie das bei der phänomenologischen Archäologie der Fall war. Man kann feststellen, dass die oben diskutierten methodologischen Alternativen der husserlischen Phänomenologie, die transzendentale Archäologie, die mundane Ontologie, die Metaphysik der Urfaktizität, in ihrer methodologischen Bedeutung unvollendete Projekte sind. Das heißt nur Skizzen. Sie wurden als methodologische Alternativen innerhalb des Ganzen der husserlischen Philosophie von Husserl selbst nicht ausführlich entwickelt. Ich habe versucht, ihre methodische Komponenten so weit wie möglich auszuarbeiten. Die drei Disziplinen stehen selbstverständlich in gegenseitiger Abhängigkeit zueinander und sind vielfältig miteinander verflochten. Ich fand es aber trotzdem notwendig, sie methodisch zu unterscheiden, um die Besonderheit ihrer Betrachtungsweise zu betonen. Rekonstruktion, Auslegung und Modalisierung stellen drei perspektivische methodologische Strategien innerhalb der Phänomenologie dar. Sie wurden ursprünglich in Husserls Phänomenologie als Rekonstruktion der Urstiftung der Einstimmigkeit, als Auslegung der Vorgegebenheit und als Modalisierung der Faktizität entwickelt. Diese Strategien sind aber nicht fix mit einem Fachgebiet oder mit einem Problemkreis verbunden. Deswegen kann man schon anhand dieser methodologischen Strategien drei Modi der phänomenologischen Analyse der Einstimmigkeit der Erfahrung, drei Methoden der Deutung der Vorgegebenheit oder drei Betrachtungsweisen der Faktizität entwickeln. Die Perspektiven des phänomenologischen Projektes bestehen meines Erachtens in der Weiterentwicklung der phänomenologischen Methodenlehre, die in Korrelation zu ihrer Problematik und ihrer Systematik steht. Es gibt solche Perspektiven in der transzendentalen Archäologie, in der mundanen Ontologie und in der Metaphysik der Urfaktizität. Diese drei Forschungsrichtungen problematisieren die Grenze der phänomenologischen Erfahrung, die unsichtbare Urstiftung, die Vorgegebenheit des weltlichen a priori und das Faktum der Weltexistenz. Es geht aber immer um dieselbe Erfahrung, die im Rahmen der einer oder der anderen methodologischen Strategie betrachtet wird. Das ermöglicht das Zusammenwirken der alternativen methodologischen Strategien innerhalb der Phänomenologie und, wie ich zu zeigen versucht habe, die Komplementarität der unterschiedlichen phänomenologischen Betrachtungsweisen. Die vollständige phänomenologische Philosophie könnte die genannten Betrachtungsweisen im Rahmen der einzelnen Untersuchungen koordiniert anwenden. Und jetzt eine nachträgliche Ergänzung. Der Haupttext dieses Buches wurde im Jahre 2010 verfasst. Wenn ich heute dieselbe Problematik betrachten sollte, würde ich das durch die Idee der flexiblen Architektonik der Phänomenologie tun. Die Idee besteht darin, dass die Phänomenologie, ich zitiere hier Eugen Fink, keine architektonisch geschlossene, ästhetisch befriedigende Gedankendichtung, sondern eine Arbeitsphilosophie sei. Sie hat eine Unähnlichkeit der analytischen Arbeit vor sich, einen endlos offenen Horizont konkreter Forschungen. Zitat Ende. So eine Arbeitsphilosophie hat prinzipiell eine offene Systematik. Wir können darin immer ein neues Register von Fragestellungen ins Spiel bringen und dies wird immer die Organisation der Probleme, die Architektonik der Phänomenologie transformieren. Zum Beispiel das Schema, das ich in meinem Buch dargestellt habe, die Rekonstruktion, die Auslegung und die Modalisierung, als drei Strategien der phänomenologischen Forschung könnte durch den Aufbruch der theologischen Fragestellung losgetreten werden.
Dann wird die Beschreibung nicht nur zwischen der Genesis, dem Eidos und dem Faktum in der Zickzackbewegung oszillieren, sondern auch das Teros berücksichtigen und so weiter. Dadurch wird die phänomenologische Arbeit immer für die Radikalisierung ihrer Methode für neue methodologische Strategien offen bleiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Georgi, für diese deutliche Darstellung der Abwendung deines Buches. Als nächstes wird Professor Laszlo Tengeli kommentiert das Buch von Gregory Chapman. Meine Damen und Herren, Herr Czernawin hat ein Semester lang in Wuppertal studiert. Dann hat er unter der Leitung von Hans-Rainer Sepp in Prag seine Magisterarbeit geschrieben, und aus dieser Magisterarbeit ist das vorliegende Buch erwachsen. Ich wurde aber darum gebeten, ein auswärtiges Gutachten über die Magisterarbeit zu schreiben, und ich habe für die heutige Gelegenheit dieses Gutachten umgearbeitet, erweitert und ein bisschen ja, verständlicher gemacht. In fachlichen Kreisen, hören Sie mich gut? Ja. In fachlichen Kreisen wird zumeist die Meinung vertreten, dass auch Denker von umfassendem Überblick erst im hohen Alter dazu kommen, die gesamte Architektonik der von ihnen begründeten oder weitergeführten, weiterentwickelten Philosophie zu überschauen. Es mag mit dieser Meinung im Allgemeinen durchaus seine Richtigkeit haben, aber es gibt bedeutende Ausnahmen von der Regel, die sie aufstellen. Schelling veröffentlichte seine erste philosophische Schrift im letzten Jahr seiner Studienzeit, 1794, unter dem Titel Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt. Zu Recht bemerkt dazu Heidegger, weiter konnte die philosophische Thematik überhaupt nicht mehr gespannt werden. Aber wir können auch bei unserem engeren Thema der Phänomenologie bleiben. Die erste ausführliche Untersuchung über die Architektonik der von Edmund Husserl zum ersten Mal behandelten Probleme stammt ebenfalls von einem jungen Mann. In der sechsten kartesianischen Meditation fasst Eugen Fink die Ergebnisse einer prinzipiellen Reflexion auf die Methoden der phänomenologischen Philosophie zusammen. Er begreift seine Arbeit unter Hinweis auf die Methodenlehre von Kants Kritik der reinen Vernunft ausdrücklich als einen Beitrag zur Architektonik der Phänomenologie. Er verwendet diesen Terminus nicht allein deshalb, weil er danach strebt, den systematischen Charakter der phänomenologischen Philosophie deutlich hervortreten zu lassen, sondern auch deshalb, weil er zugleich klarstellen möchte, dass ein philosophisches System im Sinne von Hegel oder Schelling der Phänomenologie wesensfremd ist. Was den phänomenologischen Untersuchungen Richtung weist, ist nicht etwa ein vorausgesetztes System der Dinge in der Gesamtwelt, sondern eine immer neu zu gestaltende Architektonik der Sachprobleme und der auf sie zugeschnittenen Methoden. Der damit begründeten Forschungstradition schließt sich Georgi Czernawin in seiner Erstlingsschrift an, die aus seiner Magisterarbeit erwachsen ist. Der eigentliche Zweck, der den Verfasser dieser Erstlingsschrift leitet, besteht darin, Edmund Husserls spätes Denken in der ihm eigentümlichen Architektonik zu erfassen. Deshalb behandelt Herr Czernawin in dieser tiefsinnigen und hervorragend ausgearbeiteten Schrift drei Grundansätze von Husserls Spätphilosophie. Er stellt die transzendentale Archäologie, die Ontologie der Lebenswelt
und die Metaphysik der Urtatsache je einzeln vor und versucht dann die Beziehungen dieser Ansätze zueinander zu bestimmen. Der junge Autor des Buches ist in Husserls gesamtem Schrifttum bewandert, kennt nicht allein die seit längerer Zeit zugänglichen Schriften, sondern auch die in den letzten Jahren veröffentlichten Husserlianerbände, so vor allem Band 34, 35, 39 bis ins Einzelne hinein und zitiert auch bisher noch nicht veröffentlichte Manuskripte. Noch wichtiger ist aber, dass er einen systematischen Überblick über Husserls Bestrebungen und Vorstöße hat, der ihm dazu verhilft, die Grundlinien der in der Spätphilosophie neu auftauchenden Denkbewegungen zu erkennen. Deshalb erreicht die Arbeit ein ungewöhnlich hohes Gesamtniveau. Im Folgenden beschränke ich mich auf die Hervorhebung einiger wichtiger Thesen, die in diesem Buch zum ersten Mal formuliert werden, um dann zwei Probleme hervorzuheben, die diskussionsbedürftig sein dürften. Die erste bedeutende These der Arbeit betrifft den Motivationsgrund der transzendentalphilosophischen Reduktion. Der Verfasser betrachtet zunächst die traditionellen Antworten auf die Motivationsfrage. Es gibt drei traditionelle Antworten. Erstens, wir entschließen uns frei dazu, mit der natürlichen Einstellung zu brechen und die transzendental-phänomenologische Reduktion zu vollziehen. Freiheitsthese. Oder wir können aus der natürlichen Einstellung gar keine Motive zu einer derartigen Reduktion schöpfen, so dass wir es methodisch nicht geregelten Einfällen, um nicht zu sagen Eingebungen zu verdanken haben, wenn wir sie paradoxerweise Dennung vollziehen. Paradoxie-These. Oder aber, wir werden von der Angst oder irgendeiner anderen Stimmung überkommen, die zu einer Erschütterung unserer natürlichen Einstellung führt und uns gleichzeitig ohne unser Zutun in die phänomenologische Einstellung hineinversetzt. Erschütterungsthese. Herr Tschernawin kann sich aber mit keiner dieser Antworten ganz befreunden. Deshalb formuliert er seine eigene These, indem er den Motivationsgrund der Reduktion in der, ich zitiere, Modalisierung der Einstimmigkeit der Erfahrung durch den Widerstreit entdeckt. Modalisieren, Sie wissen das, glaube ich, oder zumindest die meisten von Ihnen wissen das, aber trotzdem möchte ich das ein bisschen erklären. Husserl geht davon aus, dass wir immer schon einen Seinsglauben haben, wenn wir etwas wahrnehmen. Wir glauben daran, dass der wahrgenommene Gegenstand so existiert, wie wir den wahrnehmen. Aber es kann sich herausstellen, dass wir einer Täuschung unterliegen. Es gibt Täuschungen in der Wahrnehmung. Das stellt sich in der Wahrnehmung selbst heraus. Wir machen Erfahrungen mit unserem Gegenstand, die der ursprünglichen Wahrnehmung widersprechen. Diese Widersprüche nötigen uns dazu, den ursprünglichen Seinsglauben nicht unmittelbar völlig aufzugeben, sondern in einer anderen Weise aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel, wir glauben nicht mehr einfach daran, dass der Gegenstand so ist, wie er ist, sondern wir halten es für fraglich, ob der Gegenstand so ist oder nicht, oder zweifelhaft, oder aber doch für wahrscheinlich, doch geben wir zu, dass diese Wahrscheinlichkeit noch weiterer Untersuchungen bedarf. Und so weiter. Das nennt Husserl Modalisierung der Erfahrung, der ursprünglichen Erfahrung. Also die ursprüngliche Erfahrung wird in verschiedenen Modalitäten aufrechterhalten. Das ist Modalisierung. Also Modalisierung der Einstimmigkeit der Erfahrung durch Widerstreit
durch Widerspruch zwischen verschiedenen Erfahrungen. Mit der Freiheitsthese, die Husserl selbst vertrat, kann diese These in Einklang gebracht werden, weil der Widerstreit in der Erfahrung oft innerhalb der natürlichen Einstellung aufgelöst wird und daher keineswegs als ein zwingender Grund der transzendental-phänomenologischen Reduktion in Anspruch genommen werden kann. Wohl kann er aber einen vernünftigen Grund zum freien Entschluss, die Reduktion zu vollziehen, abgeben. Die zweite These, die ich hervorheben möchte, bezieht sich auf das Verhältnis der transzendentalen Archäologie zur Ontologie der Lebensweise. Unter Heranziehung der sogenannten C-Manuskripte von Husserl stellt der Verfasser zunächst heraus, dass die transzendentale Archäologie einen Alternativentwurf zur Ontologie der Lebenswelt darstellt. Die zweite These bestimmt nun das Verhältnis zwischen diesen beiden Grundansätzen unter Rückgriff auf Husserls Unterscheidung zwischen der statischen und der genetischen Methode in der Phänomenologie. Diese Verhältnisbestimmung impliziert einerseits die Überzeugung, dass Husserl mit seiner phänomenologischen Archäologie, das heißt der Vorgehensweise der Rückfrage und dem Verfahren abstraktiver Abbaureduktion, die eigentliche Methode der genetischen Phänomenologie gefunden hat. Also Archäologie, das ist die genetische Phänomenologie in der Spätzeit. Und sie verbindet sich andererseits mit der Behauptung, dass die Lehre von der Vorgegebenheit der einzigen Welt für Husserl in eine transzendentale Statik gehört. Das heißt, die Ontologie der Lebenswelt ist die statische Phänomenologie, wie sie in der Spätzeit vertreten wird. Die dritte These hängt mit der phänomenologischen Metaphysik von Husserl zusammen, die der Verfasser mit Hilfe von Forschern wie Oskar Becker, Iso Kern, Ludwig Landgrebe, Klaus Hell, Stefano Micali, Shigeru Taguchi und auch unter Berufung auf Vorträge und Lehrveranstaltungen von mir selbst zu rekonstruieren sind. Herr Czernawin stellt fest, dass die phänomenologische Metaphysik von Husserl eine Metaphysik zufälliger Faktizität oder anders formuliert eine Metaphysik der Urfaktizität beziehungsweise der Urtatsache ist. Zu Recht hebt er den a posteriorischen Charakter der phänomenologischen Metaphysik hervor, also im Gegensatz zu Kant, weil in der Phänomenologie die Metaphysik nicht als eine a priorische Disziplin aufgefasst, sondern vielmehr als eine a posteriorische, als eine auf Erfahrungen und Tatsache beruhende Disziplin behandelt. Er weist aber ebenfalls zu Recht auf die Existenz einer transzendentalen Tatsachensphäre bei Husserl und beschreibt diese Sphäre durchaus treffend als ein Reich der a posteriorischen, aber dennoch apodiktischen Wahrheit. Also zwar Tatsachenerkenntnisse, aber doch mit einer gewissen Notwendigkeit verbunden. Damit werden die Urtatsachen von den gewöhnlichen Tatsachen deutlich unterschieden, denn nur ihnen kommt eine Apodiktizität und damit eine gewisse, wenn auch faktisch bedingte Notwendigkeit zu. Zugleich macht der Verfasser das Problem spürbar, dass diese Idee einer phänomenologischen Metaphysik von vornherein aufwirft, indem er die Frage stellt, wie das Faktum apodiktisch sein kann. Die These, die er im dritten Kapitel seines Buches formuliert, kann als eine Antwort auf diese Frage aufgefasst werden. Sie lautet wie folgt: Der Apodiktizitätscharakter dieser a posteriorischen Tatsache muss durch die Modernisierung bestätigt werden. Gemeint ist damit, dass der Charakter der Apodiktizität nur derjenigen Tatsache zugeschrieben werden kann, die sich als unmodernisierbar erweist und damit sozusagen die Probe der Modernisierung besteht.
mit vollem Recht sieht der Verfasser in der so aufgefassten Probe der Modernisierung ein Verfahren, mit dem wir entscheiden können, ob eine Tatsache als Urtatsache betrachtet werden kann oder nicht. Wir können mit anderen Worten behaupten, dass ein Faktum dann und nur dann apodiktisch sein kann, wenn es sich als unmodernisierbar erweist. Wenn überhaupt, dann auch nur ganz selten, kann von einer Magisterarbeit erwartet werden, Thesen von so großer Tragweite zu vertreten. Der Verfasser untermauert diese These durch reichhaltige Hinweise auf Texte und durch gezielte Argumente. Seine Arbeit verdient eben deshalb nicht nur als Masterthesis volle Anerkennung, sondern ist auch dazu geeignet, in veröffentlichter Form ein größeres Publikum zu weiterer Forschung anzulegen. Natürlich ein größeres Fachpublikum. Es seien doch zwei Probleme hervorgehoben, die meiner Meinung nach diskussionsbedürftig geblieben sind. Das erste Problem betrifft den Zusammenhang unter den drei Grundansätzen, die in der Spätphilosophie hervortreten. Verhält sich die transzendentale Archäologie zur Ontologie der Lebenswelt so, wie sich die genetische Phänomenologie zur statischen Phänomenologie verhält, wird es schwierig, der Metaphysik der Urtatsache überhaupt noch einen architektonischen Ort im Gesamtgebäude von Husserls Spätphilosophie einzubauen. Denn es gibt nur eine statische und eine genetische Phänomenologie. Das ist eine ausschöpfende Einteilung. Was können wir dann mit der dritten Disziplin überhaupt anfangen? Wo können wir sie unterbringen? Der Verfasser versucht, dieser Schwierigkeit dadurch zu entkommen, dass er der phänomenologischen Metaphysik die Rolle, ich zitiere, einer Koordination des Zusammenwirkens der transzendentalen Archäologie und der mundanen Ontologie zuweist. Es bleibt mir jedoch eine Frage, ob damit die spezifische Rolle der phänomenologischen Metaphysik richtig bestimmt ist. Man fragt sich, ob man hier nicht doch lieber von der Hypothese eines Sinneswandels in Husserls spätem Denken ausgehen sollte, so dass man sagen könnte, die Unterscheidung zwischen statischer und genetischer Methode bezieht sich auf die transzendental-eidetische Phänomenologie. Aber in Husserls Spätphilosophie erweist sich die gesamte transzendental-eidetische Phänomenologie als abhängig von einer phänomenologischen Metaphysik, auf die sich die Zweiteilung von statischer und genetischer Methode nicht anwenden lässt. Ich formuliere diesen Gedanken nur als eine offene Hypothese, die in der Diskussion erwogen und geprüft werden kann und soll. Es handelt sich ja um ein zurzeit noch ungelöstes Problem der Husserl-Philosophie. Ähnlich steht es mit dem zweiten Problem, das ich nennen möchte und das sich auf den inneren Aufbau der phänomenologischen Metaphysik bezieht. Herr Czernanin geht davon aus, dass man die Hauptdomäne der Urfaktizität auf folgende Weise gliedern kann. Die Welt, das Ich und die Hülle, also die Materie der intentionalen Akte. Die sogenannte Hülle, die Empfindungen, die den intentionalen Akten zugrunde liegen. Allerdings stellt sich nach und nach heraus, dass erstens das Faktum der Erfahrung selbst unmodernisierbar ist und dass es zweitens auch noch andere Urtatsachen gibt, die eine weiterführende Perspektive für die Entwicklung der phänomenologischen Metaphysik eröffnen, wie der Autor das sagt. Nämlich Zeitlichkeit, alter Ego der andere und Geschichtlichkeit. Man kann hinzufügen, dass vielleicht die Leiblichkeit und die Räumlichkeit ebenfalls als Urtatsachen aufgefasst werden können. Was ich jedoch fragwürdig finde, ist die Kennzeichnung der Hülle als Urtatsache. Die Hülle als das erste Fremde und als das Nicht-Ich, wie Husserl das mit Fichte sagt,
gehört zum Grundansatz der transzendentalen Archäologie und setzt eben deshalb eine abstraktive Abbaureduktion voraus. Selbst wenn sie als ein Faktum brutum oder, wie es bei Husserl gelegentlich heißt, als ein brutales Faktum. Mit brutalem Faktum ist natürlich nur ein Faktum brutum gemeint, nichts anderes, nichts Gewaltsames bezeichnet wird, ist sie keine Urteilssache in demselben Sinne, wie das Ich oder das Cogito die Welt habe mit Leiblichkeit, Räumlichkeit und Zeitlichkeit, die Existenz des Anderen und die Geschichtlichkeit der Sinn. Ich habe diesen Einwand gegen die Master-Thesis erhoben und in der veröffentlichten Fassung des Textes gibt Herr Tschernavin eine bemerkenswerte Antwort auf ihn, indem er sich auf die Unmodernisierbarkeit der Urfaktor der Hülle im weitesten Sinn, dieser Ausdruck stammt von Husserl selbst, so die, auf die Unmodernisierbarkeit der Urfaktor der Hülle im weitesten Sinn hinweist. Ich gebe zu, dass sich eine echte Urtatsache hinter der Hülle verbirgt, nämlich das Grund- und Urfaktum des Erscheinens, des Erscheinenden, das auch Herr Tschernavin geläufig ist. Dem Faktum der Erfahrung erkennt er ja selbst den Charakter der Unmodernisierbarkeit zu. Meines Erachtens kann aber die Urtatsache des Erscheinens als solche nur im Rahmen einer abstraktiven Abbaureduktion auf das Auftauchen hyletischer Data oder der Urimpressionen im Bewusstsein zurückgeführt werden. Dies dürfte dagegen sprechen, die Hülle in eine Reihe mit den anderen Urtatsachen zu bringen. Diese offenen Probleme ziehen nicht nur nichts vom hohen Wert der nunmehr auch in Buchform veröffentlichten Abhandlung ab, sondern sie bestätigen diesen Wert vielmehr erst recht, indem sie deutlich machen, dass die Forschungen des Autors ein neues Problemfeld für weiterführende Untersuchungen erschlossen haben. Mir kann von einer Schrift, die einen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhebt, billigerweise auch nicht verlangt werden. Jetzt das Wort dem Publikum anbieten. Wir haben noch 10, 15 Minuten. Und vielleicht werde ich erst auf die Frage reagieren, erst im Kommentar. Alles klar. Vielen Dank. Ich habe gerne Kommentar und interessante Fragestellungen. Ich werde mich hauptsächlich auf die erste Frage konzentrieren. Wenn ich der phänomenologischen Metaphysik die Rolle einer Koordination des Zusammenwirkens der transzendentalen Archäologie und der mundanen Ontologie zugeschrieben habe, meinte ich, dass der Urfaktum der Welt habe eine feste Bindung zwischen der Genesis des intentionalen Sinnes und der Vorgegebenheit der Welt darstellt. Ich meine eine Art Verankerung an dem Faktum, die eine mögliche Welt der transzendentalen Archäologie mit der vorgegebenen Welt der mundanen Ontologie fest verbindet und in diesem Sinne das Zusammenwirken dieser Disziplinen koordiniert. Ich möchte noch eine weitere mögliche Rolle der phänomenologischen Metaphysik erwähnen, und zwar eine propädeutische Rolle, die mit dem methodischen, philosophischen Erstaunen, Taumasein, griechisch zu tun hat. Seit Ding und Raum spricht Husserl vom irrationalen Faktum der Weltexistenz. Es geht dort aber keineswegs darum, Ding und Raum, ein Vorlesungskurs von 1905. Es geht dort aber keineswegs darum, die prätendierte Irrationalität dogmatisch zu postulieren, sondern die Unverständlichkeit, die hinter der Selbstverständlichkeit steckt, ans Licht zu bringen. In einem späten Manuskript von 1930 charakterisiert Husserl, ich zitiere, das Sein der Welt, also die Urtatsache der Welt haben in unserer Terminologie und das Sein meiner und unserer Subjektivität, die Urtatsachen des Ich Bin und der fremden Subjektivität nach unserer Terminologie, als ein Rätsel, russisches Wort. Dann formuliert er die Aufgabe,
ich zitiere wieder, dieses Rätsel als Rätsel, die Unverständlichkeit des Seins der Welt und meines Menschentums in der Welt für mich, die Unverständlichkeit, wie fern da wirklich Sein begründet ist, zum Forschungsthema nehmen. Also das Sein als bloßen Anspruch betrachten, als Anspruch in seiner Selbstverständlichkeit wirklich begründet und begründbar zu sein. Die phänomenologische Metaphysik konnte dann die tiefe Unverständlichkeit und in diesem Sinne Irrationalität der grundlegenden Banalitäten ich bin in der Welt, ich bin nicht allein in der Welt, thematisieren. Ihre Aufgabe wäre nicht, diese Tatsache wegzuerklären, sondern schlechthin die Schale der Selbstverständlichkeit aufzuschalten. Die propedeutische Thematisierung der Tatsachen könnte dann eine grundwesentliche Rolle bei der Erschütterung der verfestigten Dogmatismus der natürlichen Einstellung spielen. Das wäre meine Antwort und mit der übergebe ich dem Wort zum Publikum. Dankeschön. Dein brutales Faktum, dass wir nur jetzt 5 Minuten, 6 Minuten frei. Ja, also ich habe dein Buch mit viel Interesse gelesen und es war so interessant und instruktiv für mich, habe ich viele gelernt. Und ich möchte nur zur Diskussion 2 oder 3 Fragen stellen. Also ein erster Punkt ist über das Wort, das du vielmals benutzt hast, die Querschnitt, also wenn du mit der genetischen Phänologie und der statischen Phänologie, also als Wechsel, wie sagen wir, Betrachtungsweise beschreibst. Und ich habe gefunden, dass du also diese genetische Philosophie, genetische Philosophie als etwas, ich weiß nicht, Vielheit von oder eine Vielheit von statischen Phänomenologie, einer Vielzahl statischer Forschung und so weiter. Und das finde ich vielleicht, ich weiß nicht, ob es so ist bei Husserl, aber wenn so ist, finde ich ein bisschen nicht unproblematisch wäre, weil zum Beispiel, zum Beispiel bei Bergson gibt es eine Kritik der Zeitlichkeit, der als Raumwärter hat werden kann, zum Beispiel Film als dynamische Bewegung, als statische Foto, wie sagt man, eine Gesamtheit als vom Foto betrachten oder zum Beispiel Musik, Melodie als statische Punkte des Tones zu betrachten oder so. Und das, ich hab, weiß nicht, ob du das verstanden hast. Also ich dachte, dieses Wort Querschnitt ein bisschen, das ist vielleicht dein eigenes Wort oder vielleicht Husserl, das du hast, ich weiß nicht, aber ich dachte, diese Betrachtung vom genetischen Zusammenhang zwischen genetischer und statischer Phänomenologie, vielleicht. Vielen Dank. Frau Masumina-Gasaka. Zuerst zum Wort Querschnitt, ist eine Metapher. Das stammt aus von mir, das nicht von Husserl. Dann zur Wechselwirkung und Wechselbeziehung zwischen genetischem und statischem. Könntest du noch deine Frage präzisieren? Also bis jetzt, was ich in deiner Fragestellung verstanden habe, dass Wie bezieht sich zueinander genetisch und statisch? Oder könntest du das noch? Ja, ich habe es so schlecht formuliert. Also zum Beispiel in der Problem der Genese in der Philosophie Husserls, der da hat kritisiert, dass bei Husserl gibt es keine echte
wie sagt man, Betrachtung, das Genesen selbst, weil diese Genese immer als, wie sagt man, im letzten Schnitt, also aus der, durch der statische Analyse ersetzt würden. Also, aber das ist vielleicht nicht so richtig, das ist eine junge Arbeit von Zepterda, aber wenn du als Querschnitt... Und eine hegelianische. Ah, ja, das weiß ich nicht, aber ja, also, aber wenn man als statische Philosophie, als Querschnitt der genetischen Philosophie betrachtet, das bedeutet, man würde diese Dynamik von genetischer Philosophie etwas schneiden. Und ja, das finde ich vielleicht, wenn man so Husserl verstehen könnte, kann diese Kritik der jungen Derrida plausibel sein. Deswegen. Ja, vielen Dank für die interessante Frage. Mit Querschnitt habe ich nicht so sehr methodologischer Aspekt gemeint, sondern mehr eine Metapher, die sich auf die Objektivität der Welt bezieht, gemeint. Also ich habe gemeint, dass selbstverständliche objektive Welt der natürlichen Einstellung eine Art Querschnitt der Genese des Bewusstseins sei. In dem Sinne, dass es auf die feste, fertige Dinge, Perzeptionen dort handelt und in diesem Sinne, die phänomenologische Arbeit wäre eine Zickzack-Bewegung zwischen der festen, fertigen Welt. Husserl sagt in diesem Kontext, die Genese der Welt ist schon vollendet, ich bin in der Weltgabe, aber das ist immer, aber die Genese ist immer im Lauf gleichzeitig. Und die phänomenologische Arbeit wäre die Objektivität, unsere normale, natürliche Welt zuerst nicht verlieren, aber dann ihre Genese im Auge behalten, im Rahmen einer natürlichen Einstellung und der phänomenologischen Einstellung bleiben. Husserl nennt das doppelte Buchhaltung. Also meine Antwort wäre Zickzackbewegung und zweifache Einstellung. Danke. Gibt es noch Fragen? Ja, mich würde interessieren, ob man die auf die phänomenologische Methode angewandte Methodenlehre als eine Eidetik der phänomenologischen Methode verstehen kann. Und wenn es so ist, ob dein jetziger Standpunkt, der von der hin zu einer mehr fluktuierenden Systematik geht, ob dieser Standpunkt Rückwirkungen hat auf die Rolle der Eidetik in der Phänomenologie. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich verstehe den Hintergrund deiner Frage. Für mich, es wäre die heutige Phänomenologie in Frankreich und eigentlich die Arbeit von philosophischen Projekt von Marc Richer, der eigentlich die Legitimität und die letzte Legitimität der eidetischen Methode hinterfragen möchte. Ich glaube, dass durch eidetische Methode eine richtige, aber ein begrenztes Mittel ist und im Rahmen einer phänomenologischen Instrumentarium bleiben soll. Aber letztes Wort wird nicht durch eidetische Untersuchungen gesagt. Mindestens, dass wir im Rahmen der phänomenologischen Metaphysik finden, dort geht es nicht um eidetische Struktur, sondern um die Tatsache. Und eigentlich eidetische Methode ist völlig indifferent zu der faktischen Existenz. Deswegen, ja, eidetische Methode sollte beibehalten, aber zum Beispiel zur theologischen Fragestellung. Das eine Perspektive, das ich in meiner Arbeit noch nicht betrachtet habe. Ich frage mich, ob die konstruktive Phänomenologie, die Phänomenologie, den Entwurf, den Telos betrachtet, ob sie mit Eidetik sich zufrieden sein sollte.
Vielmehr wäre die Gedanke der regulativen Idee dort plausibel und interessant. Ich bin nicht sicher, ob ich auch deine Frage genug gerne habe. Vielen Dank für deine Antwort auf die zweite Hälfte der Frage. Die erste Hälfte war, ob man deine phänomenologische Methodenlehre als eine auf die Phänomenologie selbst angewandte Eidetik verstehen könnte. Ja, interessante Frage. Ja, ich werde darüber überlegen und später antworten. Gute Frage. Ja, leider haben wir keine Zeit für dich. Noch das Wort. Total. Noch eine. Und noch eine letzte Frage, bitte. Ist kostenlos. Ja, nochmal. Eigentlich hatte ich mehrere Fragen. Also, zweite Frage möchte ich stellen über die. Du hast diese Leibniz-Frage zitiert und warum etwas existiert und nicht. Und laut dir, also Husserl hat diese Frage sehr ernst genommen hat und deswegen diese Modernisierung, methodologische Modernisierung durchgeführt hat, dort eine Unmodernisierbarkeit entdeckt. Und meine Frage ist also Leibniz'sche Frage von dieser warum etwas existiert und nichts ist. Vielmehr bei Leibniz gibt es diese eine bestimmte nichts geht bei Leibniz'sche Gedanke geht nichts etwas voraus, ich denke. Also bei ihm gibt es, also er sagte nach dieser Frage, weil nichts ist etwas einfacher als etwas ist. Und ja, das ist Leibniz'sche Gedanke und das ist viel von Bergson kritisiert und ich denke, Husserl's Einstellung ist viel mehr mit Bergson verbunden werden kann, weil bei ihm diese Nichts ist etwas rückwärtig aus der Sein oder Existenz zurückgeführt werden oder auch aus der Kohärenz, nur durch die Kohärenz zurückgeführt werden. Es ist sehr ein bisschen wie Kritik von Bergson gegen Leibniz ähnlich. Und dagegen zum Beispiel Heidegger ist etwas wie Leibniz gegangen. Also finde ich, dass vielmehr Leibniz ist Husserl nicht von Leibniz sehr entfernt ist. Vielen Dank. Zuerst werde ich auf Thiels Frage noch etwas sagen. Ich glaube, dass doch meine Arbeitsweise eine Art Eidetik der Phänomenologie war, aber es ging um keine festgeschriebene und vorausgesetzte Eidetik, sondern um eine instabile, flexible eidetische Fragestellung. Also ich glaube, dass hier sollen wir zusammen mit Richirs Idee der instabilen Mathesis zusammenwirken. Und dann auf Masumis Frage. Wenn man an husserlische Vorlesungen von 1905, Ding und Raum, denkt, wo er diese Gedankenexperiment der Weltvernichtung erstes Mal
ausführlich vollzählt. Dort sagt er deutlich, dass es ist sicher, dass es nichts, groß geschrieben, nicht geben kann. Nur Relatives, nichts gedacht werden könnte, eigentlich die Widerstreitung der Erfahrung, Gewühl der Empfindungsdaten, wie er sich äußert. In diesem Sinne ist Husserl, ja, hat er keine, gibt es keinen Vorgang des Nichts. In diesem Sinne, bei Husserl sehen wir den Primat der Einstimmigkeit. Und Widerstreit wird etwa Abweichungen von diesem Normalfall. Danke. Beim Biologie, so bevor wir Herr Tengeli hören, ich möchte ganz kurz das in Bezug auf die Reihe Libri Viridis erwähnen, wobei Georgi Tschernarin sein Buch veröffentlicht hat. Und also nämlich der Verlag verlangt keine finanziellen Zuschuss und das und alle auf Deutsch oder Englisch verfassten Masterarbeiten berücksichtigt werden können, die als sehr gut bewertet würden für eine, also sind für eine Publikation in den Libri Viridis können berücksichtigt werden. Also. Und ich möchte erwähnen, dass José Antonio Errázuriz hat ein Buch im Reihe Libri Viridis gerade veröffentlicht, im Jahr 2011, unter dem Titel Warum erfordert Gadamers Hermeneutik eine ethische Wende? Und das Buch konnte mit dem mit dem Formular, dass sie alle Daten bestellt werden. Vielen Dank, Jürgen. als nächstes hören wir Herr Professor Laszlo Tengeli, der sein neu erschienenes Buch uns darstellen wird, der einen Titel trägt, der ziemlich angemessen oder das, der sehr gut dem Geist unserer Sommerschule passt. Der Titel nämlich Neue Phänomenologie in Frankreich. Ich habe dieses Buch im letzten Jahr veröffentlicht und das Buch habe ich zusammen mit meinem Freund und Mitarbeiter Hans-Dieter Gondek geschrieben, es handelt sich also nicht nur um mein Buch. Ich kann, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass Sie alle dieses Buch gelesen hätten. Deshalb habe ich daran gedacht, dass ich das Buch so zusammenfasse, dass ich mich dabei auf die Einleitung des Buches stütze. Ich habe etwa 10 Seiten so zusammengestellt, dass sie zu einer Einführung in die Diskussion dienen können. Was ich also vorlese, steht im Buch. Ich habe jetzt nichts hinzugefügt. Der erste, der auf die Wiederbelebung und Erneuerung der Phänomenologie in Frankreich aufmerksam machte, war Dominique Janicot. Etwas mehr als ein Jahrzehnt nach dem Überblick von Vincent Descombes über die damals letzten 50 Jahre der französischen Philosophie in seinem Buch Le Main et l'autre. Veröffentlichte Janicot im Jahre 1991 sein seitdem berühmt gewordenes Buch über die theologische Wende in der französischen Phänomenologie. Le tournant théologique de la phénoménologie française. Neben dem späten Merleau-Ponty werden in dieser Streitschrift Emmanuel Levinas, Michel Morin, Jean-Luc Marion und Jean-Louis Chrétien ausführlicher behandelt. Ihnen wird Paul Ricoeur
gelegentlich aber auch der eine oder der andere aus der jüngeren Generation, so vor allem Marc-Vigier, gegenübergestellt. Derrida wird Commerné, von Foucault ist überhaupt nicht die Rede. Deleuze wird zu dieser Zeit gleichfalls kaum beachtet. Das soll natürlich keineswegs etwa als ein Zeichen der Geringschätzung dieser Denker ausgelegt werden. Sie werden bereits als Klassiker betrachtet, die an der neuesten Wende nicht mehr unmittelbar beteiligt sind. Als Zeitdiagnose hat die Rede von einer theologischen Wende gewiss einige Überzeugungskraft. Die französische Linke, die bis in die Mitte der 1980er Jahre das geistige Leben in Frankreich beherrscht hatte, nach dem Zweiten Weltkrieg waren ja die französischen Intellektuellen, les intellectuels français, vorwiegend, wenn auch natürlich nicht ohne Ausnahme, links eingestellt. Also die französische Linke zog sich nach 1989 sichtlich zurück. Dagegen traten in den 1990er Jahren hochgelehrte und durchaus schöpferische Denker in den Vordergrund, die, wenn sie in ihren Arbeiten überhaupt eine politische Gesinnung durchblicken ließen, eher konservative Neigungen an den Tag legten und die sich entweder immer schon der christlichen Religion eng verbunden fühlten oder gerade in den letzten Zeiten ein neues Interesse an ihr fanden. Zu dieser Gruppe gehört Jean-Louis Chrétien, für den nach der treffenden Feststellung von Janicot le rayonnement de spiritualité, die Strahlkraft einer Geistigkeit, in Wort und Schrift bezeichnet ist. Weiter ist Jean-Luc Marion zu nennen, den Janicot als den schöpferischsten Geist unter den Jüngeren von denjenigen Denkern betrachtet, die er mit einer gewissen edlen Einfalt nur als Non-Nouveau-Theologie, unsere neuen Theologen, bezeichnet. Nicht selten werden Marion, wenn auch nicht von Janicot selbst, Jean-François Courtin und Didier Franck als Weggefährten an die Seite gestellt. Besonders hervorheben muss man freilich den im Jahre 2002 verstorbenen Michel Henry. Sein Beispiel ist einzigartig und ohne Gleiche. Zum einen erhielt er an seiner eigenständigen Phänomenologie des Lebens seit den 1960er Jahren unbeirrbar fest. Zum anderen suchte er dennoch beinahe von Beginn an nach Berührungspunkten mit anderen Denkströmen. Es ist vornehmlich als ein Zeichen für den tiefen Wandel der Zeiten anzusehen, dass er in den 70er Jahren vor allem an den Marxismus, in den 80er Jahren in erster Linie an die Psychoanalyse und in den 90er Jahren beinahe ausschließlich an die christliche Religion anknüpfte. Die Rede von der theologischen Wende der französischen Phänomenologie meint aber mehr als eine bloße Zeitdiagnose. Janicot bemerkt im Rückblick, dass er das Beiwort theologisch in seinem ersten Büchlein über die zeitgenössische Phänomenologie, also der Tournant-Theologie, in Anführungszeichen hätte setzen sollen, um möglichen Missverständnissen vorzubeugen. Er habe ja eigentlich ironiquement et presque par prédérision, also ironisch und beinahe nur andeutungsweise, verwendet, ohne damit eine tatsächliche Rückkehr zur Theologia rationalis, zur philosophischen Theologie, oder gar zur sacra doctrina, der geoffenbarten Theologie, anzeigen zu wollen. Etwas anderes bildet in der Tat den Kern seines Unternehmens. Er versucht zu zeigen, wie die französische Phänomenologie sich beim späten Merleau-Ponty, bei Levinas, bei Henri, bei Marion und Chrétien verschiedentlich dazu gedrängt und genötigt sieht, die Grenze des unmittelbar Erscheinenden zu überschreiten. In dieser Nötigung zum Überstieg, diesem höchst eigentümlichen Transzendenzdrang, erkennt Janicot die sachliche Notwendigkeit, die der theologischen Wende
mit ihren zeitbedingten Akzentverschiebungen und Gewichtsverlagerungen zum Anhalt. Er entlehnt beim späten Heidegger einen Ausdruck, um diese sachliche Notwendigkeit deutlicher zu erfassen. Er spricht von verschiedenen Ansätzen zu einer Phänomenologie de l'inapparent, das heißt zu einer Phänomenologie des Unscheinbaren. Dieses Heidegger-Wort wurde zuerst in französischer Sprache veröffentlicht. Und das stammt aus seinem Seminar, in Zähringen, in Freiburg, das unter Mitwirkung und Teilnahme von französischen Freunden veranstaltet wurde. Jean Boufflet und seine Kollegen und Schüler waren dabei. Und sie haben Notizen vom Seminar gemacht und diese Notizen wurden zum ersten Mal auf autorisierte Weise auf Französisch veröffentlicht. Also Phänomenologie de l'inapparent, das ist der ursprüngliche Ausdruck. Der Text des Zähringer Seminars wurde dann ins Deutsche übersetzt und dort wird der Ausdruck Phänomenologie des Unscheinbaren gebraucht. Natürlich stammt das von Heidegger selbst, das Übersetzen. Oder ist das der ursprüngliche Ausdruck, den Heidegger selbst in diesem Seminar verwendet? Was er in diesen Ansätzen, was Jericho in diesen Ansätzen vermisst, ist einzig und allein die methodologische Besinnung auf die Möglichkeit eines Überstiegs über das unmittelbar Erscheinende, sich an ihm selbst Zeigende, kurz über das Phänomen. Und zwar nicht etwa in einer Metaphysik, sondern in einer Phänomenologie. Janigo schließt diese Möglichkeit allerdings keineswegs von vornherein aus. Aber er besteht auf der Forderung nach einem methodologischen Atheismus. Wie sie aus dem, aus dem 58. Paragraphen von Husserls Ideen hervorgeht und gleichfalls in Heideggers Leibniz-Vorlesen von 1928 zum Ausdruck kommt. Mit theologischer Wende ist demnach eigentlich nichts anderes gemeint, als die neue Bereitschaft, diese methodologische Forderung nicht zu beachten. So formuliert ist aber der Einwand von Janigo vielleicht doch nicht ganz begründet. Gewiss kümmert sich Henri kaum um diese Forderung. Marion hält sie jedoch für durchaus berechtigt. In seinem Werk aus dem Jahre 1997, das unter dem Titel Étant donné erschienen ist, greift Marion diese methodologische Forderung ausdrücklich auf. Er meint sie jedoch auch früher in seinem Buch über Reduction et Donation aus dem Jahre 1989 keineswegs verletzt zu haben. Deshalb weist er die Vorwürfe von Janigo entschieden zurück. Janigos Streitschriften fügen sich einem historischen Zusammenhang ein, der leicht nachgezeichnet werden kann. Dem Büchlein über die theologische Wende war eine Nummer der Zeitschrift Revue de Métaphysique et de Morale vorausgegangen, in welcher der Auffassung Marions von den drei Hauptformen der phänomenologischen Reduktion in einer ganzen Reihe von Artikeln ein außergewöhnlicher Nachdruck gegeben wurde. Als eine symbolische Antwort auf Janigos polemische Schrift wurde im Jahre 1992 an der Pariser École Normale Supérieure, Rudul, eine Tagung über die Phänomenologie und Theologie veranstaltet. Unter den Teilnehmern findet man neben Michel Henry, Jean-Luc Marion, Jean-Louis Plechien auch Paul Ricoeur. Der Herausgeber der Tagungsbeiträge ist Jean-François Courtin. In Étant donné ging Marion dann ausdrücklich auf die Einwände Janigos ein und auf Marions Étant donné 1997, auf Marions Étant donné antwortete schließlich Janigo in seiner zweiten Streitschrift über die zersprungene Phänomenologie, La Phänomenologie éclatée von Janigo.
Allerdings verfestigten sich damit die Positionen so sehr, dass man sich von einer Weiterführung der Auseinandersetzung nicht viel Neues mehr versprechen konnte. Der frühe Tod von Janik am 18. August 2002 bereitete auch den letzten Hoffnungen auf einen versöhnlicheren Ausgang ein Ende. Man darf indes nicht vergessen, dass die Formeln, die Janicot für die neue Phänomenologie in Frankreich prägte, theologische Wende, Phänomenologie de l'Inacabe, einer polemischen Tendenz ihre Entstehung verdanken. Wenn man das Forschungsfeld mit nüchternem und neutralem Blick betrachtet und es zugleich etwas erweitert, so dass nicht allein mit der linken Orientierung der Nachkriegszeit brechende Denken betrachtet werden, sieht man sich erneut vor die Frage gestellt, wie das Eigentümliche der neuen Phänomenologie in Frankreich bestimmt werden kann. Denn etwa auf Marc Richir, der zunächst an den späten Merleau-Ponty anknüpft, um sich dann immer eindeutiger einem allerdings nicht nur neu entdeckten, sondern auch neu verstandenen Husserl anzuschließen, sind Formeln wie theologische Wende oder Phänomenologie des Unscheinbaren bzw. des Nichterscheinenden kaum angenommen. Es gibt aber etwas anderes, also keine theologische Wende, keine Phänomenologie des Unscheinbaren, aber etwas anderes, was den Denkern der neuen Phänomenologie in Frankreich gemeinsam ist. Sie machen es sich zur Aufgabe, einen Zugang zu den Sinnbeständen und Sinnregungen in der Welt zu finden, ohne diese Sinngebilde auf eine Sinngebung durch das intentionale Bewusstsein zurückzuführen. Darin besteht die gemeinsame Grundtendenz aller Bemühungen, die der neuen Phänomenologie in Frankreich zugerechnet werden können. Diese Grundtendenz kennzeichnet allerdings nicht erst die Phänomenologie der letzten 2,5 Jahrzehnte in Frankreich. Sie ist umfassender. Sie charakterisiert die französische Phänomenologie bereits zumindest seit dem Anfang der 1960er Jahre. Denker wie Merleau-Ponty, Michel Henry, Levinas und Paul Ricoeur wurden in der Tat bereits vor mehr als 4 Jahrzehnten auf Phänomene aufmerksam, die sich im Gegenzug zur Sinngebung durch das intentionale Bewusstsein geltend machten. Merleau-Ponty hatte in der Phänomenologie de la Perception das Phänomen eines Sens spontané deutlich erkannt, um dann in seinen späteren Arbeiten mehrfach Sinnbildungsvorgänge aufzuweisen, die sich von aller Sinngebung durch das Bewusstsein abheben. Ricoeur wies in den Symbolen einen Überschuss an Sinn auf, der sich grundsätzlich nicht auf eine intentionale Bewusstseinsleistung zurückführen lässt. Michel Henry machte in L'essence de la Manifestation 1963 deutlich, wie sich der leiblich bedingte Lebensvollzug in einer Affektivität bekundet, die aller ekstatischen Welterschließung durch das intentionale Bewusstsein vorhergeht, ja sie sogar bedingt. Levinas hat schließlich in Totalité et Infini 1960 oder 61, schon lange sind wir. 61. In Totalité et Infini das Gesicht oder das Antlitz als die Quelle eines fremden Anspruchs beschrieben, der aller eigenen Sinngebung Einhalt gebietet. Damit kommt bereits zu Anfang der 1960er Jahre eine dritte Gestalt der Phänomenologie auf, die über Husserls ursprüngliche Lehre hinausgeht, sich aber von Heideggers Denkweg gleichfalls unterscheiden. Nur dass diese dritte Gestalt der Phänomenologie auf eine verstreute Weise in jeweils sachbezogenen Analyse verschiedener Denker aufkommt, ohne prinzipiell bedacht und in allen Bereichen einheitlich gefasst zu werden.
Die Phänomenologie der letzten 2,5 Jahrzehnte unterscheidet sich gerade in diesem Punkt von den früheren Initiativen, die ihr auch heute noch vielfach zur Inspirationsquelle und zum Vorbild dienen. Das Spezifische, das die allerneueste Epoche innerhalb der Geschichte der dritten Gestalt der Phänomenologie auszeichnet, wird von Marion in einer kurzen Schrift auf eine einfache Formel gebracht. Ihm zufolge, also Marion zufolge, kommt erst in der gegenwärtigen Epoche das Bewusstsein auf, dass bei französischen Autoren eine dritte Gestalt der Phänomenologie entstanden war und damit ein Paradigmenwechsel innerhalb der Phänomenologie stattgefunden hatte. Dieser Auffassung nach liegt der Unterschied zur früheren Periode nicht so sehr in der Sache selbst, als vielmehr nur im Reflexionsstand der neueren Epoche. Das Aufkommen dieses Bewusstseins ist tatsächlich ein charakteristischer Grundzug der Phänomenologie der letzten 2,5 Jahrzehnte, der sie von den eher verstreuten Ansätzen der Vorgängergeneration unterscheidet. Wichtiger sind aber die Folgen des erhöhten Reflexionsstands als dieser selbst. Der Vorgängergeneration ging es um Vorstöße zu besonderen oder sogar einzigartigen Sachbeständen, die den angebürgerten Phänomenbegriff sowohl in seiner husserlschen als auch in seiner heideggerschen Fassung deutlich in Frage stellten. Der späte Merleau-Ponty ging von der Analyse der Malerei aus. Ricoeur widmete sich der Deutung von Symbolen. Henri wandte sich dem leiblich bedingten Lebensvollzug und dessen affektiver Selbstoffenbarung zu. Levinas beschrieb das fremde Antlitz. Es kam diesen Denkern darauf an, paradoxe Phänomene, Hyperphänomene oder auch Nichtphänomene deutlich zu machen und der Normalform der Phänomene entgegenzusetzen. Das Ergebnis dieser Bemühungen war dementsprechend alles andere als eine reine Phänomenologie. Merleau-Ponty entwickelte in seiner Spätphilosophie vielmehr so etwas wie eine Metaphysik der Malerei. Ricoeur betrat den Weg einer hermeneutischen Wende in der Phänomenologie. Henri erarbeitete eine Lebensphänomenologie, die er der klassischen Phänomenologie aufs Schärfste gegenüberstellt. Levinas legte eine Ethik auf phänomenologischer Grundlage vor, so dass er sogar diese Ethik von der Phänomenologie unterschied und ihr gegenüberstellte. Anders ist es mit den neueren Ansätzen bestimmt. Den zeitgenössischen Phänomenologen geht es eindeutig darum, aus den Vorstößen der Vorgängergeneration Konsequenzen zu ziehen, die ausdrücklich die Normalform der Phänomene, also die allgemeine Form der Phänomene betreffen. Es werden nicht mehr nur paradoxe Phänomene, Hyperphänomene oder Nichtphänomene phänomenologisch erfasst und erörtert, sondern es wird eine Umwandlung des Phänomenbegriffs selbst angestrebt. Dieser gemeinsame Grundzug der zeitgenössischen Bestrebungen ist jedoch weit davon entfernt, eine Einhelligkeit unter den Phänomenologen unserer Tage zu stiften. Die Erbschaft der Vorgänger wurde vielmehr in den letzten 2,5 Jahrzehnten auf unterschiedliche Art angetreten. Es gibt Denker, die eine Synthese anstreben, indem sie einen positiven Anschluss an Levinas, Henri, Ricoeur und Merleau-Ponty und so weiter suchen. Marion selbst gehört zu dieser Gruppe. Er legt, wie wir sagen können, einen integrativen Ansatz vor. Andere Denker nehmen dagegen zur Erbschaft der Vorfahrengeneration der neuen Phänomenologie eher differenziell und polemisch Stellung. So etwa Janicot oder Michel Arr. Ähnlich verhält es sich aber auch mit Marc Richie.
Daher sind die Denkansätze, die zur neuen Phänomenologie in Frankreich gehören, von inneren Gegensätzlichkeiten durchzogen, um spürbar zu machen, wie sehr die heutigen Bestrebungen auseinandergehen, genügt es, die beiden Namen zu nennen, die in der zeitgenössischen Phänomenologie Frankreichs einander geradezu entgegengesetzte Standpunkte bezeichnen, nämlich Marion und Richieu. Marions Phänomenologie der Gabe und des Gabenvorgangs gestattet uns, alles Gegebene als eine Gabe zu verstehen. Marion besteht darauf, dass die phänomenologische Reduktion gerade den Gabencharakter alles Gegebenen enthüllt und damit auf den sonst völlig unzugänglich bleibenden Grundzug eines Gebens verweist, dass er in seinen phänomenologischen Schriften allerdings als ein Geben ohne Geber bestimmt. D'autant plus de réduction, d'autant plus de donation. Je mehr Reduktion, desto mehr Gebung. So wird das neue Prinzip der Phänomenologie in Marions Reduction et Donation ausgedrückt. Was dann von Henri in einer Diskussion von Marions Buch, in einer Besprechung von Marions Buch, aufgegriffen und zur vermeintlichen Formel gemacht wird. Zur verbindlichen Formel. Nicht zur vermeintlichen, zur verbindlichen Formel. Gemacht hat. Woher dieser Versprecher? Eine ganz anders geartete Phänomenologie wird von Richieu entwickelt. Er setzt dem soeben angeführten Grundsatz, der von Marion geradezu als Prinzip einer anderen ersten Philosophie, einer anderen Prima Philosophia gefasst wird, die Gegenbehauptung entgegen. Also Richieu sagt, d'autant plus de réduction, d'autant moins de donation. Je mehr Reduktion, desto weniger Gebung. Er geht davon aus, dass alles, was gegeben ist und daher als selbstverständlich gilt, auf eine Sinnstiftung im Sinne der Gründung einer gesellschaftlichen Gepflogenheit zurückweist. Das eigentliche Anliegen der Phänomenologie erblickt er in einem Versuch, jede derartige Sinnstiftung im Rückgang auf zugrunde liegende Sinnbildungsvorgänge außer Geltung zu setzen, weniger um ihr dann doch einen Grund unterzulegen, als vielmehr um den Abgrund sichtbar zu machen, den sie verdeckt. Man spürt, wie weit dieser Ansatz von einer Sichtweise entfernt ist, die alles Gegebene als eine Gabe erscheinen lässt. Angesichts dieses Gegensatzes wäre nichts selbstverständlicher, als auf den unüberbrückbaren Abgrund hinzuweisen, der die beiden Wegrichtungen innerhalb der zeitgenössischen Phänomenologie voneinander trennt und die Gruppierungen zu umreißen, die sich um die beiden extremen Standpunkte herum herausgebildet haben. An einer derartigen Vorgehensweise, wie ihr etwa Carla Canullo in ihrem Buch La Phänomenologia Rovesciata folgte, ist auch nichts an auszusetzen. Nur dass wir mit Gegensätzen, die in einem bestimmten Zeitalter das Feld des Denkens teilen, in der Geschichte der Philosophie oft schon die Erfahrung gemacht haben, dass sie aufgrund gemeinsamer Voraussetzungen doch zusammengehören. Man denke etwa an den Gegensatz von Empirismus und Rationalismus in der Neuzeit mit der gemeinsamen Voraussetzung eines vereinzelten, auf sich gestellten und dabei, wie man zu sagen pflegt, eingekapselten Erkenntnissubjekts. Man denke an große Debatten, wie die von Leibniz und Clark, beide Dialogpartner, nichts anders als Newton, mit dem Samuel Clark seine Antworten auf die Briefe von Leibniz im Voraus abspricht, verstehen die auftauchenden Streitfragen in einem Bezugsrahmen, in dem die Naturwissenschaft mit Metaphysik und Theologie eine ebenso unlösbare wie ungeklärte Verbindung eingeht.
Oder man denke auch nur an den Gegensatz von Heidegger und Adorno, der das Schicksal deutschsprachiger Philosophie auch heute noch weitgehend bestimmt, obgleich wir immer deutlicher sehen, wie viele Gemeinsamkeiten dieser großen Gegner von gestern trotz aller Feindseligkeiten gedanklich miteinander verbinden. Aus diesen Erfahrungen können wir eine Lehre ziehen, indem wir uns nicht damit begnügen, Gegensätze festzustellen, sondern zugleich nach gemeinsamen Voraussetzungen forschen. Wir stellen die These auf, dass die beiden Versuche von Marion und Ligier als zwei extreme Pole eines gemeinsamen Feldes zusammengehören. Zur Erläuterung dieser These kann schon im Voraus darauf hingewiesen werden, dass beide Versuche darauf angelegt sind, einen neuen Begriff des Phänomens fassbar zu machen und der Akzent dabei in beiden Fällen auf einen Vorgang gesetzt war, der sich im Gegenzug zu aller Sinngebung durch das intentionale Bewusstsein geltend macht. So kommt in beiden Fällen ein Phänomenbegriff zustande, der, um einen Ausdruck von Marion zu gebrauchen, eine Gegenintentionalität und Intentionalität in sich schließt, oder, um mit Ligier zu reden, eine nicht-intentionale Sinnbildung, einen sens se faisant, einen sich selbst bildenden Sinn voraussetzt. Diese Übereinstimmung in der Auffassung vom Phänomen dürfte bezeugen, dass die beiden Versuche aus einer gemeinsamen Aufgabenstellung hervorgehen. Diese Aufgabe führt zugleich beide über das unmittelbar Erscheinende hinaus. Marion hütet sich dabei nicht weniger als Ligier davor, die Phänomenologie etwa zugunsten der Theologie preiszugeben. Noch entscheidender fällt aber ins Gewicht, dass auch Ligier sich an einem bestimmten Punkt seiner Forschungen dazu gezwungen sieht, auf das Verhältnis von Phänomenologie und Theologie einzugehen. Er lässt sich dabei durch seine Idee eines phänomenologisch Erhabenen leiten und er versetzt seine Überlegungen in den Kontext einer Betrachtung über die französische Revolution, in der er im Anschluss an Jules Michelet und Edgar Quinet zugleich den Ursprung einer neuartigen Religion oder religiösen Gesinnung erkennt. Wer Marions Reduction et Donation kennt, ein Werk, das in einer Besinnung auf einen reinen Anspruch oder Aufruf, Pur Appel, mündet, sieht nicht ohne Überraschung, aber auch mit einer gewissen Freude über die unerwartete Übereinstimmung, wie Ligier in Du Sublime en Politique zum Gedanken eines unbestimmten Aufrufs zum Sinn, Appel indéfini au sens, gelangt, dessen Urheber wir uns, wie er hinzufügt, Zitat, nur aus gesellschaftlichen und geschichtlichen, keineswegs aber aus metaphysischen Gründen scheuen, bei jenem Namen zu nennen, der ihm zukommt, nämlich bei dem Namen Gottes. Zitat Ende. Es handelt sich dabei allerdings um eine Übereinstimmung über den Abgrund hinweg, die eben nur die gemeinsame Zugehörigkeit zu ein und derselben Epoche des phänomenologischen Denkens bezeugt. Als solche ist sie aber höchst wertvoll, weil sie die sachliche Notwendigkeit, aus der die verschiedenen Gestalten der neuen Phänomenologie in Frankreich erwachsen, mit besonderer Deutlichkeit aufweist. Wir können zusammenfassend feststellen, dass diese sachliche Notwendigkeit danach verlangt, Phänomenen nachzugehen, die sich im Gegenzug zur Sinngebung durch das intentionale Bewusstsein geltend machen. Abschließend noch eine Bemerkung zum Titel des Buches. Wir haben uns in unseren Forschungen auf Frankreich beschränkt, weil dieses Land der Ausgangspunkt der Initiativen war, die zu einer neuen Gestalt, die zu einer neuen Gestalt der Phänomenologie geführt haben. Gleichwohl betrachten wir diese Gestalt der Phänomenologie keineswegs etwa als ein Produkt des französischen Nationalgeistes.
Marion nimmt zur Frage nach dem französischen Charakter der Phänomenologie der letzten Jahrzehnte in einem wohl ausgewogenen Gedankengang Stellung, der es verdient, beinahe in Gänze herangezogen zu werden. Ich zitiere jetzt Marion, ein höchst interessantes Zitat, gerade von Marion. Genauso wenig könnte es eine französische Phänomenologie geben, wie es eine deutsche Phänomenologie gegeben hat. Denn selbst das lässt sich bestreiten. Nicht nur, weil eine solche Phänomenologie teilweise in Österreich entstand, teilweise auch in Prag sowie in Polen weiterlebte und weil die deutsche Universität nicht aufhörte, ihr Widerstand entgegenzubringen, ja, sie seit 50 Jahren zu marginalisieren, sondern vor allem, weil man sich als allgemeine Regel, wie vor der Pest davor zu hüten hat, eine Zeit der Philosophie mit einer Sprache und mit einer Nation zu identifizieren. Die Philosophie ist Kind des Freigeistes und wohnt nirgendwo, außer sie schlägt in die Ideologie nationaler Philosophie um. Erfindungen, die so jung sind wie die Nationalstaaten und genauso gefährlich. Der Rationalismus von Descartes und Malebranche war nicht nur französisch, sondern auch flämisch und deutsch. Die Scholastik wurde pariserisch erst in ihrem Niedergang und war zur Zeit ihrer Stärke ebenso irisch, Englisch wie Deutsch und vor allem Italienisch, am Ende dann Spanisch und Belgisch. Und der sogenannte deutsche Idealismus entwickelte sich, bevor Deutschland zu einem Staat war, und eher in den Außenbereichen, Bayern und Berlin. Und de facto wanderte die Phänomenologie nach Frankreich, erst mit einem in der russischen Kultur aufgewachsenen, in Straßburg ausgebildeten litauischen Juden an. Wenn es folglich heute zulässig erscheint, eine französische Zeit der Phänomenologie anzusprechen, wird man sie nur in einem theoretischen Sinn verstehen dürfen, nicht national. Im Übrigen ordnet er Italiener, Belgier, Niederländer, Deutsche und Österreicher ohne von den Amerikanern und einigen weiteren Nationen im mittelalterlichen universitären Sinne dieses Wortes zu sprechen, mit ein. Die Frage wird damit heikler, wenn man wirklich von einer solchen französischen Zeit der Phänomenologie sprechen will, würde es darum gehen, den oder die Punkte zu bestimmen, die der ununterbrochenen Aufeinanderfolge gemeinsam sind, die von Levinas von 1930 zu Ricoeur, Henri und Derrida und immer noch Levinas bis hin zur aktuellen Generation führen. Soweit das Zitat von Marion. In diesem Geist haben wir unsere Aufgabe aufgefasst. Wenn wir uns dabei auf die letzten 2,5 Jahrzehnte beschränkten, so vor allem deshalb, weil wir die frühere Arbeit von Bernhard Waldenfels, der die Entwicklung der Phänomenologie in Frankreich bis zum Beginn der 1980er Jahre bereits ausführlich geschildert hatte, voraussetzen konnten. Vom Gesichtspunkt deutschsprachiger Philosophie aus stellt sich die französische Zeit der Phänomenologie, wie Marion, die auch heute noch andauernde Epoche dennoch nennt, allerdings zugleich als so etwas wie ein geschichtsträchtiger Umweg da. Wir haben unsere Überblicksdarstellung eben deshalb in der Hoffnung einem deutschsprachigen Publikum vorgelegt, dass sie zusammen mit vielen anderen Arbeiten in diesem Bereich ihm dazu verhelfen kann, nach einer langen Inkubationsperiode zu seinen eigensten Überlieferungen in einer Gestalt zurückzufinden, die mittlerweile das bloß nationale Gepräge von sich abgehoben
abgestreift hat. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Semmeling, für diese abwendende Art, ein bisschen paradox klingt, zuständigen Überblick Ihres Buches. Und Herr Convex, jetzt kommentiert Yogi Charnadi das Buch. Vielen Dank. Ich möchte einige Präzisionsfragen stellen, die sich hauptsächlich auf den Text der heutigen Buchpräsentation, aber auch teilweise auf die anderen Teile des Buches beziehen werden. Und zuerst eine Frage in Bezug auf Ihre Elischirs Interpretation. Sie betonen, dass, ich zitiere, auf Marc Richir die Formel Phänomenologie des Unscheinbaren bzw. des Nichterscheinenden kaum anwendbar sei. Ich möchte Sie fragen, wie würden Sie die blanke Phänomene, Phänomen en blanc, aus Phänomen Tam et Être und Phänomenologie en Esquisse von Richir betrachten? Geht Richir hier nicht in die Richtung der Phänomenologie des Unscheinbaren? Wie wäre es besser, wenn ich alle drei Fragen nacheinander stelle? Dann zweite Frage. Ihre These besteht darin, dass die Denkansätze, ich zitiere, die Denkansätze einander geradezu entgegengesetzte Standpunkte von Marion und Richir als zwei extreme Pole eines gemeinsamen Feldes zusammengehören. Sie stellen zusammenfassend fest, dass in der neuen Phänomenologie in Frankreich die sachliche Notwendigkeit danach verlangt, ich zitiere, Phänomene nachzugehen, die sich im Gegenzug zur Sinngebung oder das intentionale Bewusstsein geltend machen. Sie weisen dann auf die Gegenintentionalität, Kontraintentionalität und die spontane Sinnbildung, sans faisant, hin, als Beispiele dieses Gegenzuges. Jetzt möchte ich eine Frage in Bezug auf Ihre Arbeitsweise stellen. Handelt es sich nicht um einen integrativen Ansatz? Verstehen Sie selbst den Ansatz Ihres Buches als einen integrativen oder eher als differenziellen und polemischen Ansatz? Und dann die dritte Frage bezieht sich auf eine These aus dem Schlusswort des Buches. Sie behaupten, dass, ich zitiere, die Zeichen der Erschöpfung der neuen Phänomenologie in Frankreich als Denkstrom sichtbar sind. Sie sehen solche Zeichen in den Haltungen von Jocelyn Benoit und Marc Richir, wenn der Erste den Weg heraus aus der vorherrschenden Denkweise sucht und der Zweite eine Rückweg zu Husserl sucht. Der Rückweg, der keine Gemeinsamkeit mehr mit den Projekten von Heidegger, Levinas oder sogar von Velocontic hat. Könnten Sie bitte präzisieren, inwiefern es hier um die Zeichen der Erschöpfung der Erströmung, Denkströmung geht? Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich würde mit der zweiten Frage beginnen, denn das ist umfassender als die beiden anderen und sie kann trotzdem leicht beantwortet werden. Also integrative oder differenzielle Haltung. Ich werde nicht wählen zwischen diesen beiden Haltungen und ich werde das jetzt ein bisschen begründen. Das ist fast selbstverständlich, dass man in der Philosophie nicht danach strebt, eine Entscheidung zu treffen zwischen verschiedenen Alternativen. Das ist Politik. In der Politik muss man Entscheidungen treffen. Das ist unbedingt notwendig. Aber die Philosophie, in der Philosophie geht es nicht darum, eine bestimmte Position einzunehmen und gegenüber anderen Positionen zu argumentieren. Zumindest nicht, wenn man die Philosophie mit Kant und Hegel zu bestimmen sucht. Denken Sie daran, dass Hegel in seiner Differenzschrift davon gesprochen hat, dass das Bedürfnis der Philosophie dann erwacht, wenn es
wenn Entgegensetzungen im geistigen Leben oder in der Kultur aufkommen und sich verfestigen. Nach Hegel hat die Philosophie die Aufgabe, diese Entgegensetzungen, diese Gegensätze im geistigen Leben aufzuheben, zu überwinden. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Dazu muss man wirklich ein totalisierendes Denken, ein Totalitätsdenken ausarbeiten, wie Hegel auch danach gestrebt hat. Denken Sie dann daran, dass Kant eigentlich sein ganzes Leben lang als ein Denker der Antinomie aufgefasst werden kann. Er hat sich auch nicht damit begnügt, eine der zugänglichen Alternativen zu wählen, zu vertreten und sie den anderen Alternativen gegenüberzustellen, sondern er reflektierte auf die antinomischen Spannungen zwischen verschiedenen kulturellen Gebilden sein Leben lang und versuchte, die Antinomien selbst zu denken. Ich glaube, diese Haltung kann weitergeführt werden, auch in unserem Zeitalter. Vielleicht müsste man hinzufügen, dass man es doch nicht allein mit symmetrischen Gebilden wie Gegensätzen, Entgegensetzungen zu tun hat, sondern mit einer Vielfalt, die sich nicht einmal in einen Gegensatz oder in eine Entgegensetzung bringen lässt. Mit Differenzen. Aber diese Differenzen sollen auch alle beachtet werden, alle erfasst werden, alle miteinander verbunden werden. Das klingt, als ob meine Haltung eine integrative Haltung wäre oder sein sollte. Aber ich werde auch nicht auf das Moment des Differenziellen und Polemischen verzichten, gerade weil man nicht von einem Totalitätsdenken ausgehen kann. Also nicht davon ausgehen kann, dass alle Gegensätze und Differenzen aufgelöst, aufgehoben oder überwunden werden können, kommt es sehr darauf an, die Differenzen deutlich zu sehen und deutlich zu machen. Also eine sowohl integrative als auch differenzielle Haltung ist die adäquate Haltung. Allerdings muss ich sagen, es handelt sich hier um eine Übersichtsdarstellung, um eine Überblicksdarstellung. Dieses Buch erhebt keinen Anspruch darauf, eine originelle Philosophie vorzulegen. Es handelt sich hier um eine Überblicksdarstellung über die neueren Philosophien innerhalb der französischen Phänomenologie. Das ist kein so hoher Anspruch. In meinen eigenen Arbeiten, in dem Buch von das ich im Oberseminar in Wuppertal im letzten Semester schon vorgetragen habe, das aber noch nicht ganz fertig ist, beziehungsweise noch schon fertig ist, aber noch nicht noch durchgesehen werden muss. Also das ist ein Buch über die phänomenologische Metaphysik. Dort versuche ich une pensée personnelle zu entwickeln da ist es schon sehr wichtig, sowohl eine integrative als auch eine differenzielle, wenn auch keine polemische, doch eine differenzielle Haltung anzunehmen. Ja, die Frage nach Richier, nach Marc Richier. Was ist die Phänomenologie des Unscheinbaren oder la phénoménologie de l'inapparent? Es handelt sich dabei um einen Versuch, das, was nicht erscheint, doch phänomenologisch zu erfassen. Das ist höchst paradox. Das, was nicht erscheint, das, was sich nicht zeigt, ist gerade kein Gegenstand der Phänomenologie, könnte man denken. Aber man muss hier von drei verschiedenen Dingen ausgehen. Es gibt Erscheinendes, das sich zeigt und das natürlich Gegenstand der Phänomenologie ist.
Und es gibt Nichterscheinendes, das sich nicht zeigt, das sich auf keine Weise zeigt, und das ist kein Gegenstand der Phänomenologie, das ist Metaphysik. Und zwar traditionelle, dogmatische Metaphysik, die rein durch Gedanken erfasst werden kann, ohne dass irgendwelcher Beleg, irgendwelche Ausweisung dazu verlangt werden könnte. Aber es gibt etwas Drittes. Es gibt Phänomene, die sich als solche nicht zeigen, die aber doch indirekterweise im Erscheinen selbst zugänglich werden, weil sie zum Beispiel eine Spur am Erscheinenden hinterlassen oder im Erscheinenden hinterlassen. Oder weil sie im Gang der Erfahrung eine Störung bewirken, so dass dieser Störung nachgegangen werden kann. Das sind die Hauptphänomene, Störung und Spur, die uns erlauben, von Nichterscheinendem auf phänomenologische Weise zu sprechen. Wir sprechen nämlich nicht vom Nichterscheinenden selbst, das ist phänomenologisch nicht zugänglich, sondern wir sprechen von den Spuren, von den Störungen und so weiter, die dieses Nichterscheinende im Erscheinenden hinterlassen hat. Und das lässt sich phänomenologisch erfassen. Das Grundbeispiel ist das Gesicht im Sinne von Levinas. Das Gesicht, das Antlitz im wesentlichen Sinne entzieht sich dem phänomenologischen Zugriff. Denn das Antlitz, der Blick des anderen, das ist nicht identisch mit seinem Auge, mit seinen Gesichtszügen, die man tatsächlich sehen kann. Das ist mehr als das. Und gerade dieser Überschuss lässt sich nicht unmittelbar sinnlich wahrnehmen. Aber dieser Überschuss manifestiert sich in Spuren und bewirkt Störungen in der Erfahrung. Und diese Spuren und Störungen können phänomenologisch eindeutig beschrieben werden. Das ist Levinas. Bei Regier finden wir eine Phänomenologie, in der die Phänomene auch nicht unmittelbar zutage liegen. Denn Richer geht davon aus, dass das Phänomen nicht identisch mit dem Gegebenen ist. Was gegeben ist, das ist nicht einfach das Phänomen, sondern das enthält in sich schon eine symbolische Bearbeitung, eine symbolische Sinnstiftung, une institution symbolique. Zum Beispiel, wir nehmen etwas wahr und es gibt schon bestimmte Begriffe, die diese Wahrnehmung leiten, und diese Begriffe stammen nicht aus unserer eigenen Erfahrung, sondern sie stehen schon fest, sie gehören zu den gesellschaftlichen Gepflogenheiten, die wir mit unserer Erziehung, mit unserem Aufwachsen und der Erwachsenen erlernt haben. Dieses Erlernte muss aber nach der Phänomenologie natürlich auf die Probe der Erfahrung gestellt werden. Und wir kommen nicht dazu, in der normalen Wahrnehmung so eine Probe anzustellen. Wir sind von vornherein schon durch symbolische Institutionen sozusagen vereinnahmt, indem wir etwas wahrnehmen. Die Aufgabe einer radikal kritischen Phänomenologie, wie Richier sie im Auge hat, besteht darin, diese symbolischen Sinnstiftungen zu suspendieren, einer phänomenologischen Epoche und Reduktion zu unterwerfen, und eben deshalb die Phänomene als bloße Phänomene, les phénomènes
rien que phénomène est freizulegen und zugänglich zu machen. Das heißt, die phänomenologische Reduktion bricht mit dem Gegebenen, suspendiert im Gegebenen die symbolischen Institutionen und verschafft sich so einen Zugang zu dem, was rien que Phänomen ist. Ja, aber das ist doch eine andere Methode, als die Methode, Spuren und Störungen nachzugehen. Das ist eine andere Methode, denn die bloßen Phänomene von Richier sind doch im Gegeben, mit da. Sie müssen nicht mit Hilfe von Spuren aufgespürt werden, sondern sie müssen aus dem Gegebenen nur herausgestellt, herausgeschält werden, herausgeklaubt werden. Mein kantischen Ausdruck zu gebrauchen. Also das ist doch ein Unterschied. Wir sollten uns darüber nicht täuschen, wir sollten uns darüber nicht wundern, dass es natürlich auch ganz leere Phänomene gibt. Es gibt ja auch bei Husserl Gegenstände von leeren Tensionen. Wenn es bei Richier zum Beispiel Phänomene wie transzendentale Vergangenheit und transzendentale Zukunft gibt, oder transposible Möglichkeiten, von denen wir nichts wissen, das ist nichts Paradoxes, das bedeutet nur, dass es einen Grenzfall von Phänomenen gibt, bei denen die Phänomene weitgehend leer bleiben. Sie haben aber einen Anhaltspunkt natürlich darin, dass zum Beispiel das Transposible, das Transpassible oder die Transpassibilität voraussetzt, das heißt eine gewisse Aufnahmefähigkeit für das Transposible, und das heißt, es gibt eine gewisse, einen gewissen phänomenalen Zugang, phänomenologischen Zugang zum Transpossiblen durch Stimmungen, Gefühle, emotionale Zustände. Die letzte Frage, also Erschöpfungszeichen von Erschöpfung. Mir scheint tatsächlich, dass es vielleicht Zeichen der Erschöpfung in der neuen Phänomenologie in Frankreich gibt. Bis zu einem gewissen Grad trifft das auch auf die spärlichen Versuche, eine neue Phänomenologie in Deutschland zu erarbeiten, gleichfalls zu. Diese Erschöpfungsphänomene hängen, also diese Erschöpfungsphänomene lassen sich wirklich in langer Liste aufzählen. Die beiden Beispiele, die von Herrn Germanen gerade genannt wurden, also Jocelyn Benoit und Marc Richier mit seinem Rückweg zu Husserl, sind nicht alleinstehende Beispiele. Lassen Sie mich noch ein Beispiel nennen. Es gibt ein neues, relativ neues Buch von Jean-Luc Marion, 2010. Was ist der Titel? Certitude Negativ. Certitude Negativ, das ist ein Buch, in dem Marion noch das Projekt von Étienne Donnet und de Surcroît weiterführt. Das Buch ist wunderschön, sehr schön geschrieben, das kann ich Ihnen nur empfehlen. Aber im letzten Kapitel des Buches gibt es eine neue Aufarbeitung des Gedankens, dass das Phänomen nichts anderes sei als ein Ereignis. Sein Ereignis, die Ereignishaftigkeit des Phänomens als solche. L'événementialité du phénomène kommt her. Und vergleichen Sie dieses fünfte Kapitel von Certitude Negativ mit dem dritten Kapitel von Étienne Donnet.
Im dritten Kapitel von Étant donné wurde dasselbe schon vorgetragen, auf eine andere Weise. Dort hat Marion versucht, die traditionellen Kategorien der Metaphysik auf eine neue Weise auf das Phänomen als Ereignis anzuwenden. Und daraus erwuchs so etwas wie eine phänomenologische Kategorialanalyse, wobei die traditionellen Kategorien weitgehend und von Grund auf verwandelt wurden. Das ist für mich, der ich jetzt gerade an einer phänomenologischen Metaphysik arbeite, natürlich sehr inspirierend. Was geschieht im fünften Kapitel von Certitude Negativ? Der Gedanke, dass die traditionellen Kategorien sich auf das Ereignis anwenden lassen, selbst in verwandelter Form, wird hier ganz verneint. Also wir sehen hier einen Phänomenbegriff, der einfach nicht kategorial erfassbar ist, nach Marion. Das ist eine Wandlung, die meines Erachtens etwas Wichtiges aus der Konzeption von Étant donné einfach aufgibt. Und die Wandlung weist in eine Richtung, die ich bis zu einem gewissen Grad fragwürdiger finde als die Konzeption von Étant donné, eine Richtung, die einen noch deutlicheren Gegensatz zwischen der Phänomenologie und der wissenschaftlichen Beschreibung der Welt aufstellt, als dies in Étant donné der Fall war. Ich möchte nicht in diese Richtung gehen. Ich glaube, die Phänomenologie muss einen Rückweg dazu finden, mit den Wissenschaften einen Dialog zu pflegen und sich nicht von den Wissenschaften abgrenzen. Also nicht diese von Heidegger schon initiierte Richtung, in der die Phänomenologie sozusagen den anderen Gipfel neben dem Gipfel der Poesie bildet und diese beiden Gipfel stehen dann der gesamten technisierten wissenschaftlichen Welt gegenüber, wie es nicht schade ist zu lachen. Also diese Haltung ist mir völlig fremd. Und wir sollten in der Phänomenologie, glaube ich, zur Haltung von Merleau-Ponty und Ricoeur zurückfinden, die immer einen Dialog mit den Wissenschaften angestrebt haben. Ich möchte jetzt also das Wort dem Publikum noch anbieten. Und nur kurz erinnere ich noch, dass neue Phänomenologie in Frankreich bei Suhrkamp erschienen ist, in der Reihe Taschenbuch Wissenschaft. So. Gibt es Fragen, Kommentare? Ja, also ich bin, zuerst sollte ich sagen, dass ich bin leider nicht so vertraut mit Phänomenologie. Und, also entschuldigen Sie, wenn ich eine primitive Frage stelle. Und ja, also für mich, es hat wirklich keine direkte Beziehung mit Ihrem Buch, aber das stelle ich. Also für mich selber die Frage nach den Grenzen der Phänomenologie, ich würde das verbinden vielmehr nicht mit den Unsichtbaren, damit Unsichtbaren, sondern mit dem Praktischen. Also meine Frage wäre besonders in Bezug auf russische traditionelle Phänomenologie, also inwiefern kann man diese Phänomenologie als eine praktische Theorie verwenden, in dem Sinne, dass man mit dieser Theorie irgendwie die konkreten Phänomene, ich meine die nicht etwa wie Zeit, sondern etwa wie gesellschaftliche Phänomene analysieren kann. Und ja, als ein Beispiel kann ich dieses Buch von Sarah Ahmed nennen, die, ja, das habe ich leider noch nicht ganz gelesen, aber ja, über die, also eine phänomenologische Perspektive über die Homosexualität. Das verstehe ich gut, weil sie geht davon aus, dass
bei der Homosexualität haben wir mit Orientierung zu tun, also sexuelle Orientierung. Und das ist ein, glaube ich, ein ganz Grundsatz bei akustischer Phänomenologie, dass das Bewusstsein orientiert ist, richtet sich nach Dingen. Und deswegen kann ich das verstehen, wieso und in welchem Sinne Sarah Ahmed diese Perspektive genommen hat. Weil wir können auch von der Lokalisiertheit oder was weiß ich, die Orientierung des Begehrens sprechen. Und ja, aber ich würde also fragen, dass also nicht nur dieses, das finde ich also ein besonderes Thema, dieses Thema, das Sarah mal bearbeitet. Aber meine Frage wäre, ist es, inwiefern ist es möglich, ja, also eine, wie gesagt, eine phänomenologische Perspektive über die nicht unbedingt politische, sondern konkrete Phänomene zu haben, wie Rassismus zum Beispiel. Oder was weiß ich, wie diesen arabischen Frühling. Und eine Antwort vielleicht könnte sein, dass wir sollen diese natürliche Einstellung oder was weiß ich, die persönliche Verurteilung suspendieren. Das verstehe ich gut, aber ich glaube, dass dafür braucht man nicht unbedingt Phänomenolog zu sein. Weil das sagt jeder, glaube ich, dass um etwas zu analysieren, muss man davon ausgehen, dass man seine eigene persönliche Verurteilung ein bisschen in Frage stellen soll. Ja, deswegen sollte ich einfach fragen, kann das reichen, eine phänomenologische Einstellung, besonders die traditionelle russische Phänomenologie, in solch einem Kontext zu verwenden oder nicht? Danke. Ja. Ja. Darf ich zumindest drei Dinge dazu sagen? Also, erstens, die Phänomenologie ist für mich eine Fundamentalphilosophie. Das heißt, eine Philosophie, die nicht die Philosophie von etwas ist, nicht die, keine Philosophie der Sprache, keine Philosophie der Geschichte, keine Philosophie, also eine Philosophie ohne Genitiv, ohne von etwas, sondern eine Philosophie, die sich auf all diese Bereiche anwenden lässt. Auf all diese Bereiche. Es gibt einen phänomenologischen Zugang zu allen Disziplinen, die in der traditionellen Philosophie bearbeitet wurden. Und es gibt einen phänomenologischen Zugang auch zu Disziplinen, die neu entdeckt werden oder entdeckt werden sollen, können und so weiter. Was ist daran das Phänomenologische, wenn ich das ganz primitiv sagen darf, also wirklich nicht mit dem Anspruch, darauf hier eine Definition zu geben, die so in ein Lexikon eingehen könnte. Die Phänomenologie ist eine radikale Reflexion darauf, dass ich mich hier befinde, ich finde mich hier in der Welt, ich bin damit konfrontiert, dass es eine Welt gibt, die ich vorfinde, und dass ich mich zu dieser Welt irgendwie verhalten muss. Alles ist phänomenologisch, was diese Grundsituation ausdrücklich in Betracht zieht. Diese Grundsituation ist die Grundsituation des Denkens, auch in Wissenschaften, auch in anderen philosophischen Richtungen. Aber in anderen philosophischen Richtungen wird nicht gerade diese Grundsituation bedacht und in den Mittelpunkt der Reflexion gestellt. Also diese radikale Reflexion macht eine Phänomenologie zu einer Phänomenologie. Daraus folgt, dass alles in diese phänomenologische Reflexion eingefügt werden kann, was ich in mein Denken einfügen kann. Das ist einfach mein Denken, systematisch und methodisch entwickelt, nichts anderes. Daraus folgt, dass die Phänomenologie transzendental eingestellt ist, in dem Sinne, dass die Phänomenologie von vornherein das Wissen davon abhängig macht, wie ich mich zur Welt verhalte. Daraus folgt, dass die Phänomenologie von einem Subjekt ausgeht,
allerdings nicht von einem mächtigen Subjekt wie in der neuzeitlichen Philosophie, nicht von einem Ich an sich, nicht von einem Subjekt der transzendentalen Aperzeption und so weiter, sondern von einem Subjekt, das sich so vorfindet, dass ihm immer schon Erscheinungen, Phänomene widerfahren sind. Das heißt, ein Subjekt, das sich selbst nicht im Nominativ vorfindet, sondern im Dativ, als ein Subjekt, dem immer schon Ereignisse widerfahren sind. Ein solches Subjekt ist kein selbstmächtiges Ich, kein Ich, das die Welt beherrscht, aber dieses Subjekt in diesem minimalen Sinne ist vorhanden. Ist vorhanden. Also das sind wesentliche Eigentümlichkeiten der Phänomenologie. Es könnten noch weitere Eigentümlichkeiten natürlich aufgezählt werden. Das ist nicht so wichtig. Daraus folgt für mich, dass die Phänomenologie selbstverständlich auch zu konkreten politischen, nicht nur politischen Problemen einen Zugang finden kann und soll. Kann und soll. Also erst recht zu einem Problem wie die Homosexualität, erst recht zu einem Problem wie Geschlechtertheorie, das müssten Phänomenologen natürlich sehr ernst nehmen, denn es ist doch schon ein wichtiger Grund zu unserer Existenz, dass wir Männer und Frauen sind. Das ist überhaupt nicht unwesentlich. Was die konkretere Frage betrifft, dazu braucht man aber doch auch einen Hinweis auf die Konstellation, in der sich die Phänomenologie heute in der Welt befindet. Die französische Phänomenologie ist, vielleicht sollte ich damit beginnen, ja, also die Phänomenologie ist fundamental, aber die Phänomenologie ist nicht total. Die Phänomenologie ist nicht alles. Es gibt natürlich vieles andere. Es gibt Wissenschaften, es gibt Erfahrungen, Erfahrungsbereiche. Es gibt bei einem Problem wie die Homosexualität natürlich historische Forschungen, soziologische Forschungen, biologische, psychologische, psychoanalytische Forschungen, die nicht durch Phänomenologie ersetzt werden können. Die Phänomenologie kann niemals diese Disziplinen einfach ersetzen oder in sich aufnehmen und so weiter. Das ist selbstverständlich. Die Phänomenologie muss einen eigenen Weg hier finden und sie hat den Beweis zu erbringen, dass sie zur Problematik sachlich tatsächlich beitragen kann. Wie soll die Phänomenologie mit anderen Richtungen zusammenarbeiten, wenn es sich um derartige Probleme geht? Die Frage kommt zu spät, um mit Heidegger zu sprechen und um die Sache zu dramatisieren. Die Frage kommt zu spät. Längst gibt es eine derartige Zusammenarbeit in der Welt. Und diese Zusammenarbeit gibt es nicht so sehr in Frankreich, das muss ich sagen, auch nicht in Deutschland, sondern vor allem in Amerika. In Amerika gibt es eine Society for Phenomenology and Existential Philosophy mit vielen Mitgliedern. Und wenn Sie einen Kongress dieser Gesellschaft besuchen, dann sehen Sie, dass dort ganz ernsthafte Fundamentalphänomenologie auf einer Seite betrieben wird und andererseits ganz konkrete und auch politisch-ideologisch gefärbte Richtungen wie Critical Racial Theory oder Gender Studies betrieben werden. Das alles in einer Gesellschaft. Das ist eine sehr schwere Zusammenarbeit, muss man sagen. Immer wieder hört man von beiden Seiten, wie unzufrieden die Leute damit sind. Die Phänomenologen sagen, die anderen befassen sich mit Politik und Ideologie und das gehört nicht zur Wissenschaft. Die anderen sagen, die Phänomenologen haben vergessen, wo sie leben. Und wann sie nehmen. Das ist ein sehr schweres Zusammenarbeit, aber es gibt eine Zusammenarbeit. Also Critical Racial Theory
wird zum Beispiel von Robert Berlusconi betrieben, der ein Levinas-Forscher ist und insofern viel mit Phänomenologie zu tun hat. Natürlich spielen hier Deleuze, Foucault eine Rolle. Es gibt eine sogenannte Continental Philosophy, und das, was man Continental Philosophy nennt, das ist nicht einfach die kontinentaleuropäische Philosophie, sondern das ist eine ins Ideologische gewendete Phänomenologie mit vielen anderen Impulsen. Die Ideologie ist hier notwendig, denn es gibt besonders in Amerika wirklich Aufgaben, politische, ideologische Aufgaben, die gelöst werden müssen und zu denen man Stellung nehmen muss. Sorry, ich habe lange nicht. Ja, ich möchte nur eine kurze Frage stellen, weil Sie haben also über diese Frage, wie man in der Phänomenologie, dieser Phänomenologie des Unerscheinenden werden kann. Sie haben dafür mit Levinas Beispiel von Störung und Spüren antwortet und dazu haben Sie hingefügt, dass Paris hier ist nicht ganz also andere Richtung gibt. Und meine Frage ist, also in dieser Ihre Zusammenfassung ist das Beispiel eine, wie sagt man, letztliche Lösung oder letztliche methodische Möglichkeit dieser Phänomenologie des Unerscheinens. Oder haben Sie andere... Das Schlüsselwort habe ich nicht verstanden. Was für eine Lösung? Ja, also ich möchte... Eine westliche? Haben Sie westliche... Nein. Was war das Wort? Ja, eine mögliche... Mögliche? Einzige Methode. Einzige? Ja. Ob Sie meinen, dass diese Levinas'sche Begriffe oder Levinas'sche Architektonik mit diesem Begriff des Türen oder Spüren als einzige mögliche also Weiterführung dieser Phänomenologie des Unerscheinbaren oder Sie haben vielmehr eine andere, also weil Sie haben viele Philosophen in diesem Buch betrachtet und ich denke nicht, dass das letzte also Antwort sein kann, oder ja, wie meinen Sie? Ja. Also ich glaube, dass die Levinas'sche Methode ist eine Methode, die auch heute weitergeführt werden kann. Ich möchte diese verschiedenen Methoden einander nicht so gegenüberstellen, dass die eine die andere notwendig ausschließen werde. Und ich selbst stütze mich weitgehend auf Levinas, auch in dem Buch, von dem ich gerade ein Wort gesagt habe, also über die phänomenologische Metaphysik, dort geht es um das Unendliche und dabei stütze ich mich durchaus auf Phänomene wie Störung und Spur von Levinas. Also ich möchte auch selber auf eine bestimmte Weise die Phänomenologie des Unscheinbaren im Levinas'schen Sinne weiterführen und nicht ausschließen. Bei Levinas war für mich das Problem immer, dass er nur als ein großartiger Ethiker wahrgenommen wird. Aber in Wahrheit ist er nicht allein ein Ethiker. Denken Sie an das Buch Jenseits von Sein oder Anders als Sein geschieht, also Autrement être oder de l'essence. Dort werden das Sagen und das Gesagte einander gegenübergestellt. Das Gesagte, das ist der Bereich der phänomenologischen Ontologie. Und das Sagen, das ist ein neues ethisches Sagen, das ist die Ethik. Aber Levinas ist nicht der Denker des Sagens, sondern Levinas ist der Denker, der das Sagen und das Gesagte aufeinander bezieht. Levinas ist ein Philosoph und kein Ethiker. Levinas ist ein Philosoph, der sozusagen
l'articulation de die et de dire zu denken versucht. L'articulation de die et de dire. La charnière, das Scharnier zwischen dem Sein und dem Gesagten. Wie erfasst man jedoch dieses Scharnier zwischen der phänomenologischen Ontologie und der Metaphysik und der Ethik? Das ist das Hauptproblem bei der Weiterführung von Levinas. Man sollte sich nicht darauf beschränken, immer wieder nur die Hoheit des anderen zu nennen und die Alterität zu nennen, wenn man von Levinas spricht, sondern man sollte dazu vordringen, Levinas den Philosophen zu erfassen und weiterzuführen. Und dazu, also Richie selbst hat, ich habe mich gerade mit diesem Text ein bisschen ausführlicher befasst, er hat einen Aufsatz über Levinas im Jahre 1991 geschrieben unter dem Titel Le Phénomène et l'Infini. Der Aufsatz ist höchst interessant, weil Marc Richier dort im Einzelnen auf Autre Manquette von Levinas eingeht und viele Impulse aufnimmt, indem er zugleich versucht, seinen eigenen Standpunkt von dem von Levinas abzuheben. Aber aus diesem Aufsatz sieht man deutlich, wie weit Richier Levinas doch weiterzuführen sucht, gerade in seinem Begriff vom Unendlichen. Und das ist sehr lehrreich. Für meinen Geschmack geht hier Richier nicht weit genug in der Levinas-Rezeption, aber er geht schon ziemlich weit. D'accord, je remettrai ma question en français. Vous me corrigez si jamais j'ai mal compris ce que vous avez présenté en allemand. Mais vous avez dit à un certain moment, à la fin de votre exposé, qu'en fait, la nouvelle phénoménologie, le chemin que devrait prendre la nouvelle phénoménologie, ce n'est pas le chemin où l'a mené le deuxième Heidegger, mais plutôt la retrouvaille de ses rapports avec les sciences. Et alors, je voudrais vous demander quel est l'argument pour une telle position et puis quel serait ce rapport avec les sciences. Je ne voulais pas. Je donne une réponse en français plutôt, pour être plus compréhensif. Je ne voulais pas dire que la nouvelle phénoménologie en France a déjà mené un dialogue avec des sciences différentes. Je voulais dire que c'est la tâche que nous devons nous proposer et ce n'est pas encore atteint. Ce but n'est pas encore atteint, je crois. C'est ma réponse à la deuxième moitié de votre question. C'est donc la fin que je voudrais me proposer en phénoménologie. Mais ce n'est pas encore le résultat obtenu par la nouvelle phénoménologie en France. Quant au rapport de la nouvelle phénoménologie à Heidegger, au deuxième Heidegger, il y a des auteurs, parmi eux par exemple Jocelyn Benoît, qui pensent que la nouvelle phénoménologie est un heideggerianisme. Est un heideggerianisme, rien d'autre. Il y a en effet au moins trois ou quatre idées principales du deuxième Heidegger qui ont été reprises dans la nouvelle phénoménologie en France. Et premièrement, l'idée du don, c'est une idée de Heidegger. Deuxièmement, l'idée de l'appel et de la réponse. C'est encore le deuxième Heidegger qui était le premier à parler d'un appel de l'être et de la correspondance qu'on doit adopter par rapport à l'appel de l'être. Donc c'est un thème heideggerien. Mais aussi la notion principale de l'événement.
Ereignis, que é característique de la nouvelle phénoménologie en France, parce que le phénomène est compris comme un événement. On met l'accent sur l'événementialité du phénomène, mais qui n'est pas particulier à la nouvelle phénoménologie, parce qu'il y a aussi d'autres penseurs, Derrida par exemple, hein, Deleuze, qui met au centre la notion de l'événement, même Foucault. La particularité de la notion de l'événement dans la nouvelle phénoménologie française est qu'il ne s'agit pas ici d'un événement comme tel, il s'agit d'un événement qui nous arrive, qui arrive au sujet, de sorte que le sujet se trouve, comme je l'ai formulé en allemand, comme je viens de le formuler en allemand, de sorte que le sujet se trouve au datif et non pas au nominatif. Et donc il s'agit ici d'une interprétation toute particulière de l'événement lorsqu'on parle de l'événementialité du phénomène, d'une interprétation de l'événement qui ne peut pas être partagée, par exemple, par un adhérent de Deleuze. Il y a même un quatrième thème majeur heideggerien, c'est le thème de la co-appartenance Unverborgenheit und Verbergung. C'est-à-dire. Pardon? L'apparaître et le retrait. Oui, l'apparaître et la désoccultation ou le retrait. Oui. Donc il y a ici une co-appartenance et c'est bien sûr la thème d'une phénoménologie de l'inapparent, le thème principal. Ces quatre thèmes majeurs heideggeriens sont repris dans la nouvelle phénoménologie en France, et à cet égard, la nouvelle phénoménologie en France peut être considérée comme un heideggerianisme. Mais la nouvelle phénoménologie en France peut être considérée tout aussi bien comme un levinassianisme, à vrai dire. Et alors, on voit tout à fait clairement que la réduction de la nouvelle phénoménologie en France à un heideggerianisme du deuxième Heidegger n'est pas praticable, n'est pas tenable, n'est pas soutenable. Mais on pourrait aussi bien dire qu'il s'agit quand même encore d'une phénoménologie et alors de husserlianisme. Und nur noch eine letzte Frage. Wenn die Phänomenologie beansprucht, ein Teil des wissenschaftlichen Diskurses zu sein, so scheint mir, muss, wenn man Ludwig Flecks Topos »Die Welt habe man immer schon verstanden«, auch außerwissenschaftlich bereits, so müsse man dies zum Anlass nehmen, eigentlich von einer doppelten Reduktion zu sprechen. Einmal der Suspension der wissenschaftlichen Perspektive auf die Welt hin auf die Lebenswelt und von dort die zweite oder eigentliche phänomenologische Reduktion vorzunehmen. Dies würde auch dazu führen, dass man eventuell in der wissenschaftlichen Perspektive, die sozusagen also gebrochen ist durch den wissenschaftlichen Diskurs, eventuell die Probe der Modalisierung gar nicht vornehmen kann, sondern erst indem man hin von der wissenschaftlichen Perspektive auf die lebensweltliche kommt. Ja, ja, ja. Ich bin damit völlig einverstanden, was Sie gesagt haben. Die Lebenswelt spielt für die Phänomenologie in ihrem Verhältnis zu den Wissenschaften eine grundwesentliche Rolle. Das Verhältnis des Rückgangs auf die Lebenswelt zur phänomenologischen Reduktion müsste allerdings neu bedacht werden. Ich würde dazu sagen,
Eine lebensweltliche Erfahrung gibt es nicht nur in der natürlichen Einstellung, sondern es gibt eine lebensweltliche Erfahrung auch in der phänomenologischen Einstellung. Das heißt, die phänomenologische, der Rückgang auf die Lebenswelt kann sowohl innerhalb der natürlichen Einstellung als auch innerhalb der phänomenologischen Einstellung vollzogen werden. Es handelt sich also nicht um eine doppelte Reduktion, es gibt nur eine phänomenologische Reduktion, aber diese phänomenologische Reduktion kann und muss mit einem Rückgang auf die Lebenswelt verbunden werden. Allerdings darf man unter Lebenswelt nicht das verstehen, was man in der Phänomenologie nicht das verstehen, was man darunter zunächst und zumeist im deutschen Diskurs versteht. Der deutsche Diskurs ist einerseits durch Alfred Schütz beeinflusst worden, also durch die phänomenologische Soziologie, was eine hervorragende Quelle ist. Andererseits ist er aber wirklich in die soziologische Diskussion gebracht worden, gelenkt worden, zum Beispiel von Jürgen Habermas, der von einer Kolonialisierung der Lebenswelt in der Theorie der kommunikativen Handlung spricht. Und das entspricht nicht dem, was Husserl und die Phänomenologen unter der Lebenswelt verstehen. Also in Deutschland meinen selbst noch viele Professoren, die sich nicht mit Phänomenologie befassen, dass die Lebenswelt so etwas sei wie eine traditionelle Welt, wie die Welt eines Dorfes, das nicht mehr existiert und in der globalisierten Welt. Und das ist Quatsch. Das ist völlig falsch. Also die Lebenswelt hat nichts mit Traditionalität zu tun. Die Lebenswelt kann niemals überwunden werden. Wir leben ein für alle Mal in der Lebenswelt und die Lebenswelt ändert sich mit der Geschichte. Also wir leben nicht in derselben Lebenswelt wie die mittelalterlichen Menschen, natürlich, aber wir leben nach wie vor in einer Lebenswelt. Die Lebenswelt ist dadurch charakterisiert, dass verschiedene grundlegende Kategorien, ontologische Kategorien, die auch in den Wissenschaften eine Rolle spielen, in der Lebenswelt ganz anders zum Tragen kommen als in den Wissenschaften. Denken Sie zum Beispiel an die Kategorie der Kausalität. Die Kategorie der Kausalität in den Wissenschaften wurde von Gustav Hempel und Popper mit Hilfe eines nomologischen Modells erfasst. Das geht auf Kant zurück. Also wir sprechen von Kausalität dort, wo es Naturgesetze gibt. Eine kausale Erklärung ist eine Erklärung eines Ereignisses, die so angestellt werden kann, dass wir uns auf bestimmte Bedingungen berufen und auf ein wissenschaftliches Gesetz, auf ein Covering Law, das diese Bedingungen mit dem zu erklärenden Ereignis verbindet. Es gibt natürlich kausale Erklärungen auch in der Lebenswelt. Zur lebensweltlichen Erfahrung gehört eine Erfahrung der Kausalität. Aber die kausalen Sätze in der Lebenswelt, die kausalen Zusammenhänge in der Lebenswelt verbinden singuläre Ereignisse miteinander, ohne dass ein wissenschaftliches Gesetz dazu gäbe. Denken Sie daran, es ist schon eine kausale Erklärung in unserer Lebenswelt, wenn wir sagen, das Gewitter, das tropische Gewitter Katrina hat ein Viertel von New Orleans vernichtet. Wo gibt es ein wissenschaftliches Gesetz, das so etwas wie ein Stadtviertel mit einem Gewitter verbindet? Natürlich nirgendwo. Wir berufen uns nicht auf ein bestimmtes wissenschaftliches Gesetz und trotzdem sprechen wir von kausalen Zusammenhängen in der Lebenswelt. Erst recht, wenn ich sage, du hast mir Schmerz verursacht. Ich weiß nicht, welches
gesetzlich angeben sollte, um diese Erklärung für meinen Schmerz zu bestätigen. Ich spüre Schmerz und ich fühle diesen Schmerz darauf zurück, dass du mich gestochen hast. Mit deiner Schere zum Beispiel. Also es gibt Kausalzusammenhänge in der Lebenswelt, aber die Kausalzusammenhänge werden anders aufgefasst und artikuliert als in den Wissenschaften. Und das bleibt ein für alle Mal ein Charakteristikum der Lebenswelt. Allerdings ist die Lebenswelt oder die lebenswertliche Erfahrung nicht ein für alle Mal geschlossen. Die Lebenswelt lässt sich durch die Wissenschaften belehren. Denken Sie daran zum Beispiel, dass eine Krankheit wie die Tuberkulose seit mehr als 100 Jahren schon oder seit etwa 100 Jahren auf die von Robert Koch entdeckten Bazillen zurückgeführt wird. Und das wird in der Lebenswelt ohne weiteres verkraftet und davon wird in der Lebenswelt Gebrauch gemacht. Solche wissenschaftlichen Zusammenhänge strömen in die Lebenswelt ein. Das ist ein Grundphänomen, von dem Husserl gesprochen hat, Einströmung der wissenschaftlichen Ergebnisse in die Lebenswelt. Das Problem ist nicht das. Das Problem ist, dass die Wissenschaften, besonders die neuzeitlichen Naturwissenschaften von einem gewissen Platonismus besessen sind. Die neuzeitliche Wissenschaft stammt nach der Theorie von Alexandre Coiret tatsächlich aus einem Platonismus. Nämlich durch einen Platonismus sind sie besessen, oder von einem Platonismus sind sie besessen, der besagt, dass diese Wissenschaften das an sich Sein der Dinge erfassen. Sie erfassen das, was die Dinge in Wahrheit sind. Ich habe einen Freund, der Physiker, und zwar ein ganz hervorragender Physiker, ist Professor in Wuppertal für Teilchenphysik, und mit ihm habe ich mich manchmal unterhalten, und er sagte mir: Du weißt, was es gibt, das sind die Quarks. Ich habe die Theorie, dass es nicht nur drei Färbungen, sondern fünf Färbungen von Quarks gibt. Also es gibt fünf Arten von Quarks und nichts anderes. Alles Weitere besteht aus Quarks. Also das an sich sagt, was es tatsächlich gibt, das ist problematisch. Und zwar philosophisch problematisch, so etwas zu sagen. Denn es gibt auch uns. Und wir können uns nicht auf Quarks reduzieren. Und es gibt Tische, die nicht einfach Quarks sind. Es sind Tische, auf denen man arbeiten kann und essen kann. Und das ist eine Dimension dieser Tische, die sich nicht auf Quarks reduzieren lässt. Der Naturalismus hat nicht recht. Und die Naturwissenschaften sind von einem Naturalismus, von einem naturalistischen Platonismus besessen. Das muss bekämpft werden, aber nicht die Wissenschaften selbst. Und mit diesem Naturalismus werden wir nicht dadurch fertig, dass wir die Technik und die Naturwissenschaften für einen Wissenschaftsbetrieb oder ein Gestell oder so etwas erklären. Das ist ein falscher Weg meines Erachtens.